Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Leseheft Deutsch als Fremdsprache. Franz Specht. Die ganze Wahrheit. Karsten Zara hat Besuch. 1. Ein Anruf am Sonntag. Es ist immer dasselbe. Der Salat ist fertig, die Nudeln sind fertig, die Soße ist fertig. Man hat Hunger wie ein Wolf, man nimmt die Gabel in die Hand und Genau in diesem Moment klingelt das Telefon. Ja? Hallo? Spreche ich mit Carsten Zahra? Ja? Hallo Carsten? Wer ist denn da? Christine Schubert. Wer? Wir waren zusammen auf der Schule. Echt? Ja, in der 11. Erinnerst du dich nicht? Nein, tut mir leid. Kein Wunder, ich war damals ja auch nur ein halbes Jahr in München. Ein halbes Jahr lang war sie in seiner Klasse gewesen. Und 18 Jahre später ruft sie plötzlich an? So so. Auf welcher Schule war das denn? Hm? Na wo wohl? Auf dem Konrad-Herbst-Gymnasium, Klasse 11D. Sag mal, glaubst du mir nicht? Konrad-Herbst-Gymnasium war richtig. Klasse 11D war auch richtig. Tut mir leid, einen Moment lang dachte ich, vielleicht ist das eine neue Art von Direct Marketing. Man weiß ja nie. Ach, du liebe Zeit, nein. Sie lacht. Das Lachen klingt nett, findet er. Von wo aus rufst du denn an? Aus England. Ich lebe in London, schon seit über zehn Jahren. London? Cool. Aber nächste Woche muss ich kurz nach München kommen und da... Sie macht eine Pause. Und da? Es ist mir peinlich. Ich habe zurzeit wenig Geld und kann die Zugfahrt fast nicht bezahlen. Es ist so... Ich muss... Ich brauche. Du brauchst einen Platz, wo du schlafen kannst? Genau. Ihre Stimme klingt erleichtert. Und da hast du an mich gedacht? Warum denn das? Soll ich dir die Wahrheit sagen? Ja, bitte, die ganze Wahrheit. Ich konnte mich nur noch an zwei Nachnamen aus der alten Klasse erinnern: Klaffenböck und Zara. Susanne Klaffenböck. Das sagt dir doch was, oder? Na klar. Eigentlich wollte ich sie zuerst anrufen. Aber sie steht nicht mehr im Münchner Telefonbuch. Wahrscheinlich hat sie geheiratet und heißt jetzt anders. Genau. Sie heißt jetzt Bierbaum, hat zwei oder drei Kinder und wohnt in Nürnberg. Tja, Carsten, dann bist du also wirklich der Letzte, den ich in München noch kenne. Meine letzte Chance. Nächste Woche sagst du? Es ist nur für zwei Nächte. Ich komme am Dienstagabend an und reise am Donnerstagmittag wieder ab. Okay, du kannst bei mir wohnen. Super, Carsten. Das ist sehr lieb von dir. Aber meine Wohnung ist nicht groß. Du musst auf dem Sofa schlafen. Wunderbar, überhaupt kein Problem. Soll ich dich vom Bahnhof abholen? Danke, das ist nett, aber ich nehme die U-Bahn. Als das Gespräch kurz danach zu Ende ist, ist Carsten Zaras Essen kalt. Doch er merkt es nicht. Während er die Nudeln isst, denkt er über seine Schulzeit und vor allem über die Klasse 11d nach. An vieles kann er sich erinnern. An Christine Schubert nicht. 2. Riebeck 1 Der Mann wartet seit über einer halben Stunde im Flur der Detektei Müller. Er sieht krank und müde aus. Seine Haare sind grau und fettig. Sein teurer Anzug müsste dringend in die Reinigung. Er sitzt auf einem Stuhl und blickt auf seine eleganten Schuhe, die unruhig auf den Boden tippen. Wenn die Eingangstür aufgeht, sind die Füße einen Moment lang still und der Mann blickt hoch, um zu sehen, wer da kommt. Dann machen die Füße weiter mit ihrem Spiel und der Mann sieht ihnen wieder zu. Tipp, 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 tipp. Eine weitere Viertelstunde vergeht, bis er plötzlich aufsteht. Na endlich, ruft er. Herr Riebeck? Carsten Zara ist überrascht. Hier? Am Montagmorgen um halb neun? Haben wir nicht vereinbart, dass ich mich bei Ihnen melde? Es gibt also noch nichts Neues, fragt Herr Riebeck. Herr Riebeck, Sie wissen immer noch nicht, wo sie ist? Riebecks Stimme ist jetzt leise und kraftlos. Wie denn, Herr Riebeck, ich habe von Ihnen fast keine Informationen bekommen. Doch. Ich habe Ihnen eine Person genannt, zu der Elena Kontakt hatte. Diese Kirsten. Ich habe Ihnen auch die Telefonnummer gegeben. Das stimmt. Ich konnte den Nachnamen und die Adresse der Frau ermitteln. Sie heißt Kirsten Leineweber. Ja, und? Ich war dort. Ich habe ihr gesagt, dass ich in ihrem Auftrag nach Elena Diekhoff suche, dass Elena für sie wie eine Tochter ist, dass sie Streit hatten, dass Elena weggegangen ist, dass sie schwer herzkrank sind, dass sie keine Verwandten oder Freunde haben, dass sie nicht wissen, wer mal ihr Haus und ihr Geld bekommen soll, dass Elena doch bitte zu ihnen zurückkommen soll und so weiter und so weiter. Und was sagt sie? Sie hatte seit Monaten keinen Kontakt mehr zu Elena. Aber das stimmt nicht. Anfang letzter Woche haben Sie noch miteinander telefoniert. Das weiß ich genau. Frau Leineweber hat aber keine Idee, wo Elena sein könnte. Hm, dann sind wir also keinen Schritt weiter. Ich schon, Herr Riebeck. Aber das besprechen wir nicht hier im Flur. Kommen Sie bitte in mein Büro. 3. Riebeck 2. In Deutschland gibt es keine Elena Dikow mit dem von Ihnen genannten Geburtsdatum. Was sagen Sie dazu, Herr Riebeck? Quatsch. Es stimmt aber, ich habe das überprüft. Sie hat fast ein Jahr lang bei mir gelebt, in meinem Haus. Wir haben am 2. Mai ihren Geburtstag gefeiert. Ich habe ihr einen teuren Brillantring geschenkt. Ich weiß, Herr Riebeck. Ich habe Ihnen Fotos von Elena gegeben. Ich sage ja nicht, dass es diese Frau nicht gibt. Aber wahrscheinlich heißt sie anders, ist an einem anderen Tag geboren und hat vielleicht sogar eine andere Staatsangehörigkeit. So viel erstmal dazu. Jetzt aber zu Ihnen. Zu mir? Wenn Frau Diekow zurückkommt, kann sie von Ihnen weder Haus noch Geld erben. Aber das ist doch. Die Wahrheit. Das Haus, in dem Sie leben, ist nur noch auf dem Papier Ihr Haus. In Wirklichkeit gehört es seit einem Jahr der Bank. Und der schicke gelbe Porsche, den Sie fahren, ist auch nicht Ihrer. Er gehört einer Leasingfirma. Sie haben tatsächlich... Ich habe mich über Sie informiert, Herr Riebeck. Ich mag es nicht, wenn mein Auftraggeber mich anlügt. Wenn ich für Sie arbeiten soll, dann muss ich die Wahrheit wissen. Verstehen Sie mich? Die ganze Wahrheit. Riebeck sieht jetzt noch grauer und müder aus als zuvor. Er legt die Hände vors Gesicht. <laughs> es ist alles so peinlich. Ich kann nicht darüber reden. Na schön, dann erzähle ich Ihnen jetzt eine Geschichte. Da ist ein Mann, der hat keine Familie und keine Freunde. Er hat nur seine Arbeit als Bauingenieur und ein schönes eigenes Haus. Als er etwa Mitte 50 ist, wird er herzkrank und verliert seinen Job. Nun sitzt er allein zu Hause und denkt, das war's also, mein Leben. Die anderen haben Spaß und ich habe nichts. Der Mann wird erst traurig und dann wütend. Hat er denn kein Recht auf Glück und auf ein Stückchen vom schönen Leben? Er geht zur Bank und bekommt einen Kredit. Kein Problem, er hat ja das große, wertvolle Haus. Mit dem Geld kauft sich der Mann schicke Sachen zum Anziehen, schöne Möbel, Schmuck, eine goldene Uhr, einen tollen Sportwagen. Und plötzlich ist sie da. Die attraktive junge Frau die er sich ein Leben lang gewünscht hat. Na sieh mal, lacht er, das Leben ist noch nicht vorbei. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Ich habe nicht lange gelacht, sagt Riebeck. Sein Kopf wird rot und er sieht Karsten Zara nicht an. Elena hat sich nur für das Geld interessiert. Das habe ich schnell gemerkt und ich habe es ihr gegeben, tausend Euro. 5000 Euro. 10.000 Euro. Immer mehr. Ich hatte nur eine Angst. Dass das Geld zu Ende geht. Dass sie mich verlässt. Dass ich wieder alleine bin. Und nun ist sie weg. Ja. Entschuldigen Sie, wenn ich das so direkt sage. Seien Sie doch froh. <laughs> bin ich aber nicht. Ich möchte, dass Sie Elena finden. Ganz schnell. Warum denn? Sie hat mein gesamtes Geld mitgenommen. 4. Gedanken beim Badputzen Warum hat jemand 400.000 Euro Bargeld im Haus? denkt Carsten Zara. Es ist Montagabend und er putzt sein Badezimmer. Er hasst diese Arbeit. Aber morgen ist Dienstag, morgen kommt sein Besuch. Was soll Christine Schubert denken, wenn nicht mal das Bad richtig sauber ist? 400.000 Euro. Bar. Riebeck sagt, er wollte das Geld in seiner Nähe haben. Er wollte alles sofort bezahlen können. Er wollte den großen Max spielen. Aber so viel Geld und eine solche Frau im Haus? Wie kann man nur so dumm sein? Bald kann Riebeck seine Kredit- und Leasingraten nicht mehr bezahlen. Dann ist das Haus weg, dann ist das Auto weg, dann muss er zum Sozialamt gehen oder unter der Brücke schlafen. Tja, der Mann hat nicht mehr viel Zeit. Er muss das Geld schnell zurückhaben. Wenn man es so sieht, dann kann man schon verstehen, warum er nicht zur Polizei gegangen ist. Sicher, Privatdetektive sind teuer, aber bei der Suche nach Personen sind sie oft schneller als die Polizei. Wenn Carsten Sarah die Frau bald findet, bekommt Riebeck seine 400.000 Euro wieder und kann zahlen. Aber was ist, wenn er sie nicht findet? Elena Diekow ist intelligent. Ein ganzes Jahr hat sie bei Riebeck gelebt, ohne dass der etwas Wichtiges über sie erfahren hat. Ich bin aber nicht Riebeck, denkt Carsten Zahra. Ich bin kein liebeskranker alter Mann. Ich finde sie. Was würde ich denn machen, wenn ich sie wäre und plötzlich so viel Geld hätte? In eine andere Stadt gehen, in der mich niemand kennt? Das Geld in ein Schließfach legen? Warten, bis der herzkranke Riebeck tot ist? Fragen, Fragen. Wo hat Elena Dikov vor ihrer Beziehung zu Riebeck gelebt? Wie ist ihr richtiger Name? Hat sie Familie? Noch mehr Fragen. Von wem bekomme ich die richtigen Antworten? Vielleicht doch von Kirsten Leineweber? Ich kann es ja morgen noch mal versuchen, denkt Karsten Zara. Dann gibt es da auch noch Elenas Handynummer. Wenn man die anruft, kommt aber nur die Mitteilung. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Carsten Zara hat die Nummer seinem Kollegen Walter Braun gegeben. Walter kennt jemanden, der schnell herausbekommt, auf welchen Namen ein Handy angemeldet ist. Carsten Zara glaubt zwar nicht, dass das Elena Diekhoffs richtiger Name sein wird, aber versuchen kann man es ja trotzdem mal. So, jetzt ist das Bad sauber. So sauber war es schon lange nicht mehr. Jetzt kann Christine Schubert kommen. Wie sie wohl aussieht. 5. Detektivarbeit 1. Frau Leineweber, ich weiß, dass Sie zu Hause sind. Carsten Zara drückt noch einmal auf den Klingelknopf. Ich habe Sie gesehen. Am Fenster. Der Vorhang hat sich bewegt. Na kommen Sie schon, Frau Leineweber. Machen Sie endlich auf. Lassen Sie mich in Ruhe. Die laute, ein bisschen hysterische Frauenstimme kommt aus dem kleinen Lautsprecher neben dem Klingelschild. Gehen Sie oder ich rufe die Polizei. Die Polizei? Machen Sie das, Fräulein Weber. Aber vorher sollten Sie mit Ihrer Freundin telefonieren. Elena findet die Idee sicher nicht so gut. Einige Sekunden vergehen. Dann kommt wieder die Stimme aus dem Lautsprecher, diesmal leise und fragend. Warum? Was ist denn mit Elena? Müssen wir wirklich über Lautsprecher miteinander reden? Darf ich nicht reinkommen? Nein. Was ist mit Elena? Wissen Sie eigentlich, warum Ihre Freundin so plötzlich verschwunden ist? Und wenn? Na, dann wissen Sie doch auch, warum Sie jetzt die Polizei lieber nicht rufen sollten. Ich verstehe kein Wort. Wenn eine Frau nicht mehr mit einem Mann zusammenleben möchte, wenn sie ihre Sachen packt und geht, was interessiert das die Polizei? Nichts. Solange sie nur Sachen mitnimmt, die ihr selbst gehören. Was? Also das ist doch unglaublich. Hat er Ihnen das erzählt? Dieser alte Angeber? Dieser schreckliche Riebeck? Hören Sie, Frau Leineweber. Nein, Sie hören jetzt! Lassen Sie Elena in Ruhe! Sie hat Ihnen nichts getan! Gehen Sie! Von mir bekommen Sie keine einzige Information mehr. Frau Leineweber? Keine Antwort. Hoffentlich wissen Sie wirklich nichts von dem, was Elena Diekhoff gemacht hat. Sonst interessiert sich die Polizei vielleicht auch noch. Für Sie? Carsten Zara nimmt eine Visitenkarte aus seiner Jackentasche und wirft sie in den Briefkasten. Ich lasse meine Karte da. Wenn Ihnen noch etwas einfällt oder wenn Sie Fragen haben. Rufen Sie mich an, ja? 6: Detektivarbeit 2 Ja, hallo? Spreche ich mit Herrn Illich? Wer sind Sie? Mit Herrn Dragan Illich? Was wollen Sie? Mein Name ist Zara. Ich habe eine Frage. Gehört Ihnen ein Handy mit dieser Rufnummer? Karsten Zara liest die Zahlen von einem Zettel ab. Was soll das? Wer sind Sie? Warum fragen Sie? was ist mit dem handy ist was passiert nein keine sorge herr ilitsch ich arbeite für eine versicherung hören sie mal ich brauche keine versicherung ich möchte ihnen nichts verkaufen herr ilitsch es geht um einen unfall wir haben von einer zeugin nur die handynummer ich habe mehrmals versucht die frau anzurufen aber unter dieser nummer meldet sich niemand nun habe ich kontrollieren lassen wem das handy gehört und dabei bin ich auf sie gekommen herr ilitsch es gehört ihnen doch oder Wann war denn dieser Unfall? Vor etwa zwei Monaten. Ach so. Dann habe ich gar nichts damit zu tun. Ich habe das Handy vor über einem Jahr verloren. Sie haben es verloren? Wie ärgerlich. Na ja, es war so ein altes Prepaid-Handy. Ich wollte mir sowieso ein neues kaufen. Ach so. Das habe ich dann auch gemacht. Tja, schade. Dann können Sie mir also nicht weiterhelfen. Leider nein. Wissen Sie denn noch, wann und wo Sie das Handy verloren haben? Ja, das war im Leonie Freibad letztes Jahr. Irgendwann im Juli. Ah, im Leonie -Bad. Gehen Sie da öfter hin? Na klar, es ist mein Lieblingsbad. Wenn das Wetter schön ist, bin ich im Sommer fast jeden Tag dort. Tja, das kann ich gut verstehen, Herr Ilitsch. Ich gehe da auch gerne hin. Die großen Bäume machen so einen angenehmen Schatten. Schatten? Nee, nee, das ist nichts für mich. Ich brauche die Sonne. Ich bin immer am Wasser, direkt beim Kiosk. 7. Detektivarbeit 3. An diesem heißen Sommertag ist das kleine Leonie Freibad sehr voll. Lachende Kinder springen ins Wasser oder kaufen ein Eis. Ihre Mütter liegen auf der Wiese, unterhalten sich miteinander und genießen die Nachmittagssonne. Carsten Zahra musste eine Eintrittskarte kaufen, obwohl er weder ein Handtuch noch eine Badehose dabei hat. Nun geht er am großen Schwimmbecken entlang auf den Kiosk zu. Am Rand des Schwimmbeckens sitzt auf einer Bank ein gut aussehender, schlanker Mann mit kurzen weißen Hosen, einem weißen T-Shirt und einer Sonnenkappe. Sind Sie der Bademeister? Komische Frage, sagt der Mann und dreht den Kopf in Carsten Zahras Richtung. Auf seiner Kappe steht Bademeister. Was gibt's denn? Karsten Zahra setzt sich neben den Mann auf die Bank. Die spielenden Kinder machen einen unglaublichen Lärm. Arbeiten Sie schon lange hier? schreit Karsten Zahra. Was soll das werden? schreit der Bademeister. Ein Ratespiel? Ich suche eine Frau! schreit Carsten Zahra. Da sind Sie bei mir falsch! schreit der Bademeister. Eines der Kinder springt ins Wasser. Der Bademeister steht auf. Hey, du da! schimpft er. Nicht von der Seite reinspringen! Er setzt sich wieder. Jetzt sind die Kinder etwas leiser. Der Bademeister deutet hinter sich. Versuchen Sie es doch mal auf den Liegewiesen oder noch besser bei einer Partnervermittlung. Haha, ha, sagt Carsten Zara. Er holt ein Foto aus seiner Brusttasche und hält es dem Bademeister hin. Haben Sie diese Dame schon mal hier gesehen? Der Bademeister nimmt das Foto und sieht es genau an. Wow, die sieht ja super aus, sagt er. Wann soll sie denn bei uns gewesen sein? Vor einem Jahr. Tja, da war ich leider noch nicht hier. Der Bademeister nimmt sein Funkgerät und spricht ein paar Worte hinein. Karsten Zara versteht nicht, was er sagt. Die Kinder sind so laut wie vorher und springen wieder von der Seite ins Schwimmbecken. Wasser spritzt heraus und macht Karsten Zaras Schuhe und Socken nass. Er sieht den Bademeister an, der lacht. Hey, 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 nicht von der Seite reinspringen. Ein zweiter älterer Bademeister kommt über die Wiese gelaufen. Die Kinder rennen schreiend weg. Was ist denn los, Max? fragt der Mann seinen jüngeren Kollegen. Max gibt ihm das Foto. Hier, Willi, unser Freund mit den nassen Füßen möchte wissen, ob du diese Dame letzten Sommer mal gesehen hast. Willi sieht zuerst Carsten Zara an, dann das Foto. Sein Blick ist kühl, aber interessiert. Und warum möchte er das wissen? Carsten Zara entschließt sich, nahe bei der Wahrheit zu bleiben. Ich bin Privatdetektiv. Einer meiner Kunden sucht die Frau. Lassen Sie mich raten. Ein alter Mann mit ziemlich viel Geld? Ihre erste Vermutung ist richtig. Die zweite leider nicht mehr. Okay, ich verstehe. Sie war letzten Sommer hier, wochenlang. Fast jeden Tag. Bis Ende Juli hat sie mit jedem älteren Herrn geflirtet, der irgendwie nach Cola aussah. Dann war sie plötzlich weg. Und ich habe sie nie mehr gesehen. Der Mann gibt Carsten Zara das Foto zurück. Ihr Vorname war. Elena. Das ist alles, was ich weiß. 8. Christine Sie duscht und sie singt. Sie ist nicht nur hübsch, sie hat auch eine angenehme Stimme. Was für ein Glück, dass ich das Bad geputzt habe, denkt Karsten Zarrer. Er sitzt in einem Sessel im Wohnzimmer und versucht zu lesen aber christines stimme aus der dusche ist interessanter als jeder zeitungsartikel er legt die zeitung weg und denkt über die begrüßung an der wohnungstür nach sein erstes gefühl war ich habe diese frau noch nie im leben gesehen aber dann sagte sie hallo carsten du hast dich ja gar nicht verändert naja achtzehn jahre sind eine lange zeit und manche menschen verändern sich im lauf der jahre eben mehr als andere er sieht zum sofa hinüber Dort steht Christines Reisetasche und darüber hat sie ihre Jeansjacke gelegt. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Das muss aus ihrer Jacke gefallen sein, denkt er und steht auf. Er hebt das Papier auf und will es auf die Jacke legen. Dabei sieht er, dass es ein Flugticket ist. Ein Flugticket von Berlin nach München. Ein Flugticket, kein Zugticket. Berlin-München. Nicht London, München. Ein kurzer Flug. Keine lange Zugfahrt. Er legt das Papier zurück auf den Boden und setzt sich aufs Sofa. Dann steht er wieder auf, nimmt das Telefon, geht in sein Schlafzimmer und macht die Tür hinter sich zu. Er wählt die Nummer der Auskunft, stellt ein paar Fragen, notiert eine Nummer. Er beendet das Gespräch und wählt die notierte Nummer. Hallo? Wer ist da? Er versucht leise zu sprechen. Ist da Bierbaum? Wer bist denn du? Aha, sag mal, Lara. Ist denn deine Mama auch zu Hause? Okay, danke. Tschüss. Er geht zur Tür und sieht hinaus. Sie ist immer noch im Bad. Er schließt die Tür wieder. Hallo? Spreche ich mit Susanne Bierbaum? Nein, das ist keine Telefonwerbung. Hier ist Carsten Zara. Vom Konrad-Herbst-Gymnasium. Ja, das ist sehr lange her. Aber du kannst dich noch erinnern, oder? Na super. Hör zu, Susanne. Ich habe eine sehr wichtige Frage und leider nur ganz, ganz wenig Zeit. Ich verspreche dir, ich rufe dich in den nächsten Tagen an und erkläre dir alles, okay? Hast du den Namen Christine Schubert schon mal gehört? Christine Schubert, 11. Klasse, eine Mitschülerin. Sie sagt, sie war ein halbes Jahr lang bei uns in der LFD. Bist du sicher? Okay, vielen Dank, Susanne. Du hast mir sehr geholfen. Tschüss, bis bald. Carsten Zara beendet das Gespräch. Er sitzt auf dem Bett und denkt nach. Es klopft. Ja? Darf ich deinen Föhn benutzen, Carsten? Sie steht in der Tür und lächelt. Meinen habe ich leider zu Hause vergessen. Um ihre nassen Haare hat sie ein Handtuch gebunden. Ihr Lächeln ist genauso hübsch wie ihre Stimme. Natürlich darfst du ihn benutzen. Danke. Sag mal, Christine, bist du nicht hungrig nach der langen Zugfahrt? Hungrig? Hm? Jetzt, wo du sagst? Ein bisschen Hunger hab' ich schon. Wollen wir essen gehen? Komm, ich lade dich ein. Oh, das ist aber nett. Sie winkt mit dem Föhn. Ein bisschen wird es aber noch dauern. Sie lächelt wieder. Und geht ins Badezimmer. Lass dir nur Zeit, ruft Carsten Zara ihr nach. Ich bestelle einen Tisch. 9. Gespräch am Abend. Carsten Zara sieht in die Speisekarte. Er denkt über zwei Dinge nach: welches Essen er bestellen soll und mit welchen Fragen er Christines Geheimnissen am schnellsten auf die Spur kommen könnte. Das ist keine gute Idee. Männer können nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Ich nehme die Tortellini und einen gemischten Salat, sagt Christine. Für mich bitte eine große Pizza mit Schinken und Pilzen, sagt Carsten Zara. Er hebt sein Glas und prostet Christine zu. Auf einen sehr überraschenden Besuch. Auf einen sehr verständnisvollen Gastgeber. Sie trinken. Jetzt sollte ich gleich mal die erste Frage stellen, denkt Carsten Zara. Dein Besuch in München, beginnt er. Es ist wirklich so lieb, dass ich bei dir wohnen darf. Christine lächelt ihn an. Sie hat wunderschöne braune Augen. Kein Problem. Dein Besuch. Hoffentlich störe ich dich nicht zu sehr. Ich meine, vielleicht arbeitest du ja zu Hause am Computer und brauchst deine Ruhe. Nein, gar nicht. Als Privatdetektiv bin ich meistens unterwegs oder im Büro. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Privatdetektiv? Wow, spannend. Was macht man da so? Erzähl doch mal. Was ich mache? Äh. Was ist los, denkt Carsten Zara. Ich wollte sie nervös machen. Und jetzt macht sie mich nervös. Ich versuche, die Wahrheit zu finden. Die Wahrheit? Sie sieht ihn fragend an. Hm. Das ist mir zu allgemein. Welche Wahrheit suchst du denn gerade? Hast du ein Beispiel? Ich wollte sie ausfragen, denkt Carsten Zahra. Und jetzt fragt sie mich aus. Bei mir geht es gerade um eine Frau, die einen Mann schlimm belogen hat, sagt er und sieht Christine fest in die Augen. Ah, die alte Geschichte. Im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel erlaubt. Sie sieht nicht besorgt oder ängstlich aus, denkt Carsten Zahra. Im Gegenteil, sie wirkt lustig und sogar ein bisschen frech nimmt sie mich etwa nicht ernst ha das wollen wir doch mal sehen ich rede nicht von liebe hier geht es um eine junge frau die einem alten mann gefühle vorgespielt hat eine frau die ein jahr bei ihm gewohnt und teure geschenke von ihm bekommen hat tja so was soll es geben du findest es also normal anderen etwas vorzuspielen ach komm tut das nicht jeder irgendwie und irgendwann aber nicht jeder stiehlt einem kranken mann das letzte geld was Sie hat Geld gestohlen? 400.000 Euro, alles, was er hatte. Und jetzt ist sie weg. Der Mann ist am Ende. Wenn ich sie und das Geld nicht ganz schnell wiederfinde. Na, das ist ja ein dicker Hund. Erzähl weiter. Na, also, jetzt ist sie doch beeindruckt. Ein bisschen wenigstens. 10. Gedanken am Morgen. Es ist kurz vor 6 Uhr. Carsten Zara liegt im Bett und denkt nach. Es war ein schöner Abend. Es war ein sehr schöner Abend. Er lächelt. Noch nie habe ich mich mit einer Frau so wohl gefühlt wie mit ihr. Ihr Humor. Die Art, wie sie lacht. Er schaltet sein Handy ein und sucht das Foto, das er gestern Abend von ihr gemacht hat. Wie sie beim Zuhören den Kopf ein wenig zur Seite legt, wie sie ihre dunklen Haare mit den Fingern hinters Ohr zurückschiebt. Ihre schönen braunen Augen. Ihre Stimme. Ihr Interesse an so vielen Dingen, die mich auch interessieren. War das nur gespielt? Er schaltet das Handy wieder aus. Quatsch! Dafür wusste sie zu viel. Über Jazz, über italienische Küche. Sogar über Segelboote. Nein, sowas kann man nicht einfach spielen. Trotzdem, sie ist eine Lügnerin. Tatsache 1, sie ist nicht aus London gekommen. Tatsache 2, sie ist nicht mit dem Zug gefahren. Tatsache 3, sie war nicht in meiner Klasse. Warum lügt sie? Wir haben über Gott und die Welt geredet, aber ich habe sie nicht gefragt, was sie eigentlich hier will. Und was hat sie über sich selbst und ihre Lebensgeschichte erzählt? Hm. Da war nicht viel. Geboren in Stuttgart. Ein halbes Jahr jünger als ich. Die Familie ist ein paar Mal umgezogen. Nach dem Abitur hat sie in allen möglichen Jobs gearbeitet. Und das war's schon, oder? Was arbeitet sie heute? Wo lebt sie wirklich? Woher kennt sie meinen Namen und den von Susanne Klafenböck? Woher weiß sie, dass ich im Konrad-Herbst-Gymnasium war? Karsten Zahra steht auf. Er muss ins Bad. Auf dem Weg dorthin kann er ja gleich mal nachsehen, ob Christine auch schon wach ist. Vorsichtig öffnet er die Tür. Im Wohnzimmer ist es hell. Die Vorhänge sind offen. Christine ist weg. Ihre Jacke ist weg. Ihre Reisetasche ist weg. Und auf dem Sofa liegt ein Zettel. Tut mir leid. Danke für alles. 11. Telefon. Telefon, Telefon. Sechs Uhr drei. Hey, es ist kurz nach sechs, Carsten. Die Stimme von Kriminalhauptkommissar Andreas Gastel klingt verärgert. Kannst du denn nicht zu einer normalen Tageszeit anrufen? Entschuldige bitte, Andi, aber ich brauche dringend deine Hilfe. Was ist denn los? Es geht um eine Frau. Um sechs Uhr morgens? Bitte, Andi, es ist wirklich wichtig. Wichtig für wen? Für mich privat. Am anderen Ende der Leitung ist es einen Moment lang still. Na schön, sag schon, was willst du? Sie heißt Christine Schubert und ist aus Berlin oder der näheren Umgebung. Ich brauche ihre Adresse. Berlin und Umgebung? Ach so, dann ist es ja kein Problem. Dort wohnen ja nur drei bis fünf Millionen Menschen, und der Name Christine Schubert ist so selten wie ein Glas Marmelade auf einem deutschen Frühstückstisch. Deshalb brauche ich ja deine Hilfe, Andy, weil ich sie mit dem Berliner Telefonbuch allein sicher nicht so schnell finde. Hast du noch mehr Informationen? Sie ist ein halbes Jahr jünger als ich und in Stuttgart geboren. Ist das sicher? Ich glaube, ich hoffe. Na super! Hör zu, du Meisterdetektiv. Ich bin ab acht im Präsidium. Dann gucke ich kurz mal in unseren Computer, aber nur ganz, ganz kurz. Verstanden? Du bist ein echter Freund. Und du ne echte Nervensäge. Acht Uhr elf. Ja? Spreche ich mit Herrn Zara? Frau Leineweber? Ja, hier ist Kirsten Leineweber. Sie reden also doch wieder mit mir? Sie haben gestern etwas über Elena gesagt, das ich einfach nicht glauben kann. Nein? Elena hat von Riebeck immer wieder Geld genommen. Ich finde sowas nicht toll, und das habe ich ihr auch gesagt, aber sie ist keine Diebin. »Okay, dann können Sie mir doch sagen, wo sie ist, oder?« »Sagen Sie mir zuerst, was sie angeblich gestohlen hat.« »400.000 Euro. Bargeld.« »400.000 Euro? Dann weiß ich sicher, dass sie unschuldig ist. Riebeck hatte schon lange kein Geld mehr.« »Da irren Sie sich. Er hat Geld von der Bank bekommen.« »Bis vor ein paar Monaten. Damit hat er Elena teuren Schmuck gekauft und Kleider und ein Auto.« aber dann war das Geld weg und die Bank hat ihm nichts mehr gegeben. Sind Sie ganz sicher? Natürlich, deshalb wollte er ja sogar Elenas Schmuck zurückhaben. Und da hat sie ihn verlassen? Genau. Aber warum hat sie Herrn Riebeck nicht ihren richtigen Namen genannt? Warum sollte er nicht wissen, wo sie vorher gelebt hat? Na, sagen wir mal so. Elena hat Erfahrung mit solchen Männern und solchen Beziehungen. Aha. Mir gefällt das auch nicht. Aber was soll ich machen? Sie ist meine Freundin. Und wie ist Elenas richtiger Name? Den sag ich nicht. Tschüss, Herr Zara. Acht Uhr Ja, hallo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Zara? Ja, wer ist da? Partnervermittlung Sonnenschein. Äh, Andy? Aus dem Telefonhörer ist nur noch lautes Lachen zu hören. Was soll der Quatsch? Was hast du denn? Was ich habe? Gefunden habe ich sie, deine Herzensdame. Echt? Christine Schubert, viereinhalb Monate jünger als du, geboren in Stuttgart, zurzeit wohnhaft in Berlin, Klinika Allee 175. Klinika Allee 175. Super, vielen Dank! Kein Problem. War ganz einfach. 12. Riebeck 3 Das Haus und der große Garten sind früher wohl mal ganz schön gewesen. Nun sieht alles nur noch ungepflegt und traurig aus. Genau wie der Mann, der hier lebt. Carsten Zara drückt auf den Klingelknopf. Warum macht Riebeck nicht auf? Ist er nicht zu Hause? Der gelbe Porsche steht in der Einfahrt. Carsten Zara klingelt nochmal. Tut mir leid, danke für alles, hat Christine auf den Zettel geschrieben. Was tut dir leid? Danke für was? Was wolltest du eigentlich von mir? Warum bist du einfach gegangen? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Warum hast du mich angelogen? All diese Fragen möchte ich dir gerne stellen und dabei in deine schönen braunen Augen sehen, denkt Carsten Zara. Aber zuerst muss ich diesen dummen Fall hier lösen. Ärgerlich klingelt er noch einmal und drückt dabei gegen die Tür. Sie geht auf. Herr Riebeck? Sind Sie zu Hause? Herr Riebeck! Im Flur stinkt es nach Müll. Carsten Zara geht ein paar Schritte und sieht in die Küche. In der Spüle, auf dem Tisch und sogar in den Regalen stehen leere Flaschen, Dosen und schmutziges Geschirr. Herr Riebeck! Keine Antwort. Er geht weiter. Vor der nächsten Tür liegt benutzte Unterwäsche auf dem Boden. Carsten Zara öffnet die Tür. Herr Riebeck? Der Mann in der Badewanne antwortet nicht. Seine Augen sind offen und sehen nach oben. Neben dem Kopf schwimmt eine Whiskyflasche. Sie ist leer. Zwei Schachteln Schlaftabletten liegen auf dem Stuhl neben der Wanne. Sie sind ebenfalls leer. Das Wasser in der Wanne ist kalt. Er braucht keine frische Unterwäsche mehr. Ist Karsten Zarras erster Gedanke. Der zweite. Es ist genau zehn Uhr und elf Minuten. Der Dritte, ich sollte die Polizei informieren. Er geht zurück in den Flur. Telefon und Anrufbeantworter stehen auf einem Tischchen. Carsten Zahran nimmt das Telefon, stellt es dann aber wieder zurück und drückt auf die Starttaste des Anrufbeantworters. Sie haben keine neuen Nachrichten, sagt die Computerstimme. Hier, Ihre alten Nachrichten. Empfangen, gestern! Um einundzwanzig Uhr und vierundvierzig Minuten. Es folgt die Stimme einer Frau. Ich weiß, dass du mich suchst. Ich weiß alles, was du machst. Aber es ist sinnlos. Dein Detektiv wird mich nicht finden. Dafür habe ich gesorgt. Bevor er entdeckt, wo ich bin, bin ich schon längst weg. Ich brauche das Geld. Verstehst du? Ich will endlich ein anderes Leben anfangen, ein neues Leben. Vergiss mich einfach und spar dir die Kosten für den Detektiv. So ist das also gewesen. Riebeck ist spät abends nach Hause gekommen. Er hat seinen Anrufbeantworter abgehört und hat verstanden, dass er Elena und das Geld nicht wieder sieht. Er hat aufgegeben. Er wollte kein Penner werden und auf der Straße leben. Er wollte lieber für immer einschlafen in seiner warmen Badewanne. Tja, nun ist er tot. Und mit ihm ist wohl auch der Fall Riebeck gestorben. Kein Geld, kein Fall. So einfach ist das? Nein, so einfach ist es nicht. Karsten Zara hasst es, wenn jemand ihn benutzt und wie einen Dummkopf behandelt. Riebeck hat ihn angelogen. Seine zweite Elena-Geschichte war genauso falsch wie die erste. Wie ist die wahre, die echte Geschichte? Woher hatte Riebeck plötzlich die 400.000 Euro Bargeld, die Elena Dikov dann mitgenommen hat? Auf diese Fragen möchte Karsten Zara eine Antwort haben. Auch wenn er keinen einzigen Cent damit verdient. Wie hat Elena Diekow gesagt? Dein Detektiv wird mich nicht finden. Oh, doch, Schätzchen, ich finde dich und ich weiß jetzt auch, wie. 13. Frau Leineweber ist enttäuscht. Eine Viertelstunde später steht er zum dritten Mal vor Kirsten Leinewebers Haustür. Sie schon wieder? kommt ihre Stimme aus dem Lautsprecher. So, jetzt rufe ich die Polizei. Bitte schön, machen Sie das. antwortet Carsten Zara. Aber vorher hören Sie mal ganz kurz zu, ja? Er startet den MP3 Player seines Handys. Diese Stimme hier, die kennen Sie doch, oder? Das ist Elena. Richtig. Hören Sie gut zu. Nach dem letzten Satz schaltet Carsten Zara das Gerät aus. Also hat sie doch gestohlen, sagt Kirsten Leineweber. Ihre Stimme klingt müde und enttäuscht. Nach ein paar Sekunden geht die Haustür auf. Frau Leineweber steht da und sieht Carsten Zara fragend an. Und jetzt? Er drückt auf sein Handy. Auf dem Display erscheint ein Foto. Er hält ihr das Handy hin. Es dauert ein paar Sekunden, bis sie versteht, was sie sieht. Dann dreht sie den Kopf weg. Riebeck? Ist er tot? Ja. Machen Sie es aus. Ich will das nicht sehen. Es ist schrecklich. Die Kriminalpolizei wird das untersuchen. Durch den Anrufbeantworter werden die Beamten auch von Elena und von dem Geld erfahren. Ich wollte ihr nur helfen. Sie beginnt zu weinen. Ich habe ihr geglaubt. Sagen Sie mir bitte, wie sie heißt und wo sie ist. Ich spreche mit ihr. Wenn sie vernünftig ist, können wir die Sache vielleicht so drehen? Dass sie nicht ins Gefängnis muss. Sie heißt Helene Bruckmann. Sie wohnt zurzeit im Hotel König in Berlin-Lichtenberg. 14. Eine Taxifahrt Es ist Nachmittag. Carsten Zara ist gerade am Flughafen Tegel angekommen und sitzt nun in einem Taxi, das ihn nach Lichtenberg bringen soll. Große, dunkle Gewitterwolken stehen am Himmel und warten auf den ersten Blitz. Er sieht sie nicht. Er denkt über Helene Bruckmann nach und über Christine Schubert. Wenn Christine heute Morgen nach Berlin zurückgeflogen ist, dann kann er seinen beruflichen Fall nun mit einem privaten Besuch verbinden. Ist das nun ein Zufall oder nicht? Natürlich ist es Zufall. Was sollen diese beiden Frauen denn miteinander zu tun haben? Außer, dass sie lügen. Christines Lügen tun weh. Was hast du gesagt? Ihre Lügen tun weh. Hey, du bist ja verliebt in sie. Quatsch! Fahr doch jetzt gleich zu ihr. Quatsch! Du musst dem Taxifahrer doch nur ihre Adresse sagen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Junge, Junge, sagt der Fahrer, der tippt noch ein schwere Tierwitter. Was? Ich sage, der tippt ein schwere Tierwitter. Sie meinen, da kommt ein schweres Gewitter? Hab ich doch gesagt! Verstehen Sie kein Deutsch oder wat? Tut mir leid, ich bin Ausländer. Ich komme aus Bayern. Macht ja nischt, können Sie ja nischt für, wa? So, da wären wir. Hotel König. Det macht neunzehn Euro und sechzig Cent. 15 Hotel König. Kann ich was für Sie tun? fragt der junge Mann. Er hat orange-rote Haare und ein Piercing in der Nase. Auf dem kleinen Schild an seiner Jacke steht Sven Patschorke. Können Sie mal nachsehen, ob Frau Diekow im Hotel ist? Kenne ich nicht. Na dann eben Frau Bruckmann. Kenne ich auch nicht. Carsten Zara zieht eines der Fotos, die ihm Heiner Riebeck gegeben hat, aus der Tasche. Und die? Kennen Sie die? Das ist Frau Schirmacher. Schirmacher? Sie hatte Zimmer sieben. Hatte? Ja, bis vor zwei Stunden. Der junge Mann sieht Carsten Zara unfreundlich an und seine Stimme wird etwas lauter. Darf ich jetzt auch mal was fragen? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin jemand, der Ärger machen kann. Wie bitte? Müssen sich Ihre Gäste denn nicht ordentlich anmelden, Herr Patschorke? Mit einem Ausweis oder einem Reisepass? Doch, natürlich. Aber manchmal machen Sie eine Ausnahme. Was, Sven? Wie viel hat Frau Schirmacher denn bezahlt für diesen Service? Der junge Mann sieht nervös nach links und rechts. Sie hat gesagt, sie hat ihren Ausweis verloren. Ich wollte ihr helfen. Seine Stimme ist jetzt ganz leise. Bitte haben Sie Verständnis, sonst verliere ich meinen Job. Wo sie jetzt sein könnte, das wissen Sie aber nicht, zufällig? Nein, tut mir leid, sie hat nichts gesagt. Wurde in Frau Schirmachers Zimmer schon sauber gemacht. Ich glaube nicht. Kann ich es mal sehen? Warum nicht? Ein ganz normales Hotelzimmer. Ein benutztes Bett. Eine halbleere Mineralwasserflasche. Ein benutztes Glas mit Spuren von rotem Lippenstift. Eine offene Schranktür. Im Abfallkorb ein Papiertaschentuch und ein Kaugummi. Im Bad zwei benutzte Handtücher. Der Abfallkorb ist leer. Nichts. Was hat sie auf Riebecks Anrufbeantworter gesprochen? Dein Detektiv wird mich nicht finden. Dafür habe ich gesorgt. Bevor er entdeckt, wo ich bin, bin ich schon längst weg. Carsten Zara setzt sich aufs Bett. Wie konnte sie wissen, dass ich nach Berlin komme? Das habe doch nur ich selbst gewusst. Und Kirsten Leineweber. Er nimmt sein Handy und wählt eine Nummer. Hallo? Frau Leineweber? Hier Zara. Nein, ich habe nichts Neues. Nur eine kurze Frage. Hatten Sie nochmal Kontakt zu Frau Bruckmann, nachdem ich heute bei Ihnen war? Nein? Aha. Ja, ich melde mich. Danke auch. Tschüss. Karsten Zara ist plötzlich todmüde. Er weiß nicht mehr weiter. Er steht auf und geht zurück zur Rezeption. Hier ist meine Karte, sagt er. Wenn Ihnen noch irgendwas zu dieser Frau einfällt, rufen Sie mich an, ja? Sie werden es nicht glauben, aber mir fällt gerade wirklich noch was ein, antwortet Sven Patschorke. Sie hatte Besuch, kurz bevor sie gegangen ist. Ach, von wem? Von einer Frau. Sie war nur ein paar Minuten bei ihr. Eine Viertelstunde später hat Frau Schirmacher dann die Rechnung bezahlt und ist gegangen. Sie hatte es plötzlich sehr eilig. Carsten Zara nimmt sein Handy und öffnet das Foto, das er gestern Abend beim Italiener gemacht hat. Er hält dem jungen Mann das Bild vor die gepierste Nase. Was die? Die war's, sagt Sven Patschorke. 16. Klinike Allee 175 Mit dem ersten Blitz kommt der Regen. Von einem Augenblick zum nächsten wird die Klinike Allee zur Duschkabine. Es dauert nur ein paar Sekunden und Carsten Zara ist nass bis auf die Haut. Er merkt es gar nicht. Sie hat mich nur benutzt, denkt er. Einfach nur benutzt. Und ich war so sicher, dass... Ach, vertrau keiner Frau. Da ist Nummer 175, ein dreistöckiges Haus. Acht Namen stehen auf dem Klingelschild. Ganz unten rechts. Christine Schubert. Er hebt die Hand bis zum Klingelknopf. Dann lässt er sie wieder sinken und liest noch einmal, was da unter ihrem Namen steht. Private Ermittlungen. Regenwasser läuft aus seinen Haaren, übers Gesicht, am Hals entlang, ins nasse Hemd hinein. Dann drückt er auf den Klingelknopf. Einmal. Keine Reaktion. Zweimal. Nichts. Er hat eine solche Wut. Er muss jetzt unbedingt was tun, irgendwas, sonst wird er verrückt. Er drückt fünfmal hintereinander. Er lässt den Finger auf der Klingel, die Haustür geht auf, eine ältere Dame mit Regenschirm kommt heraus und sieht ihn misstrauisch von oben bis unten an. Carsten Zara nimmt den Finger von der Klingel, lächelt und geht in den Hausflur. Mit einem Schritt nimmt er die drei Stufen zu den Erdgeschosswohnungen. An der rechten Tür steht Schubert. Die Tür ist kein Problem. Genau so eine hat er zu Hause auch. Wenn das Schloss nicht abgesperrt ist, bekommt er sie sogar mit einer Scheckkarte auf. Um seine Schuhe entsteht ein kleiner See. Das Schloss ist nicht abgesperrt. Die Tür springt auf. Carsten Zara wartet einen Moment. Im Haus und in der Wohnung ist es ganz still. Er steckt die Scheckkarte zurück in seine Geldbörse, geht in die Wohnung und schließt leise die Tür. Dann hört er einen leisen Schritt, sieht einen Blitz und alles wird schwarz. 17. Kopfschmerzen Das Küchenmesser ist direkt über ihm. Die Spitze zeigt genau auf sein linkes Auge. Wo ist sie? fragt die Frau mit den knallroten Lippen. Karsten Zahra möchte sein Auge schützen, aber es geht nicht. Er kann seine Arme und Beine nicht bewegen. Er kann nur seinen Kopf ein bisschen zur Seite drehen. Bitte nicht, sagt er. Wo ist sie? Tun Sie das Messer weg. Wo ist das Geld? Ich weiß es nicht. Wo? Die Spitze nähert sich dem Auge. »Bitte, Frau Bruckmann!« Sie erschreckt. Wo, »Woher haben Sie meinen... Woher haben Sie... Sie diesen Namen?« »Von Frau Leineweber.« »Von Kirsten? Dann sind Sie der Detektiv aus München?« »Karsten Zara. »Bitte, nehmen Sie doch das Messer weg.« »Ihr arbeitet jetzt also alle zusammen?« »Wer?« »Na, Sie und Kirsten und die Schubert.« »Was?« ich kenne Frau Schubert doch erst seit gestern. Sie war nur kurz bei mir in ihrem Auftrag, oder? Die Frau sieht ihn einige Sekunden lang nachdenklich an. Dann zieht sie die Hand mit dem Messer zurück. Karsten, Zara, atmet auf. Ja, nickt sie. In meinem Auftrag. Das war mein größter Fehler. Ich wollte sicher sein, dass Heiner keine Chance hat, mich zu finden. Keine Sorge. Er sucht sie gar nicht mehr. Was? Heiner Riebeck ist tot. Er hat sich das Leben genommen. Schweigen. Plötzlich beginnt sie zu lachen. Erst nach ein paar Sekunden merkt Carsten Zara, dass es kein Lachen, sondern ein Weinen ist. Oh Gott, ich wollte endlich mal alles richtig machen, und jetzt ist alles falsch. Hat Christine Schubert das Geld? fragt Carsten Zara. Sie nickt. Sie ist zu mir ins Hotel gekommen. Sie war aufgeregt. Sie hat gesagt, dass Heiner weiß, wo ich bin und dass er schon auf dem Weg nach Berlin ist. Da habe ich Angst gekriegt und bin zum Ostbahnhof. Als ich die Tüte aus dem Schließfach geholt habe, hat mich dieses Miststück umgeworfen und ist mit dem Geld weggerannt. Aber woher wusste sie von dem Geld? Von Ihnen? <laughs> »Natürlich nicht. Ich habe ihr nur gesagt, dass Heiner mich nicht in Ruhe lässt, dass er völlig verrückt ist, dass er sogar eine Detektiv beauftragt hat. Sie sollte nur dafür sorgen, dass er mich nicht finden kann.« Plötzlich fällt Carsten Sarah der gestrige Abend ein. »Natürlich.« Er selbst hat Christine Schubert von den 400.000 Euro erzählt. Er hat keinen Namen genannt. Aber das war auch gar nicht nötig. Sie wusste ja. Um wen es ging. Woher hatte Riebeck denn plötzlich so viel Geld? fragt er. Von seinem früheren Arbeitgeber. Der hat krummel Dinger gedreht. Irgendwas mit Finanzamt und Steuern. Heiner hat das gewusst. Eine Erpressung also? Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe Heiner nur gesagt, dass ich gehe, wenn er kein Geld mehr hat. Und plötzlich war Geld da. So viel Geld. Sie beginnt wieder zu weinen. Was soll ich denn jetzt tun? Vielleicht fangen wir mal damit an, dass sie mich freilassen und Schmerztabletten suchen. Mein Kopf tut wahnsinnig weh. 18. Herzschmerzen 1. Es ist kurz vor Mitternacht. Carsten Zara hat den letzten Flug von Berlin nach München genommen und dann ein Taxi nach Hause. Unterwegs hat er seinen Freund Andreas Gastel angerufen. Riebecks Leiche soll nicht noch länger in der Badewanne liegen. Carsten Zahra musste versprechen, dass er morgen ins Polizeipräsidium kommt und seine Aussage macht. Nun steigt er müde die Treppen hoch zu seiner Wohnung. Er ist traurig und enttäuscht über den Fall, der so schrecklich zu Ende gegangen ist. Sein Auftraggeber ist tot. Er selbst hatte viel Arbeit, große Kosten und keinen Erfolg. Er hat eine Weinflasche auf den Kopf gekriegt und fast ein Auge verloren. Seine Kleidung ist noch immer feucht und er hat das Gefühl, dass er einen Schnupfen bekommt. Aber das alles zusammen ist nicht halb so schlimm wie die Enttäuschung mit Christine. Das tut wirklich weh. Einen kleinen Moment lang hat er geglaubt, sie könnte die Frau seines Lebens sein. Naja. No woman, no cry. In der Wohnung zieht er schnell seine Sachen aus. Er möchte jetzt nur noch unter die heiße Dusche und dann ab ins Bett. Mitten auf dem Wohnzimmertisch liegt ein großer, dicker Umschlag. Der war doch heute früh noch nicht da, oder? Was steht denn da drauf? Die Wahrheit für C.T. Die Handschrift kennt er doch. Der Umschlag enthält acht dicke Päckchen. 500-Euro-Scheine und einen Brief. Hallo Carsten. Gib dem alten Mann das Geld zurück. Die Schirmacher hat mich belogen und benutzt. Sie hat mir gesagt, dass Riebeck ein Stalker ist, dass er sie nicht in Ruhe lässt und jetzt sogar mit einem Detektiv nach ihr sucht. Ich habe ihr geglaubt. Frauensolidarität, verstehst du? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Sei nicht böse. Christine. P.S. Ach ja. Deine Schule, deine Klasse und die Namen deiner Mitschüler habe ich im Internet gefunden. Bei Stay Friends. PPS? Noch was. Sperre deine Wohnungstür besser ab. Da kommt ja jedes Kind rein. <laughs> du musst ja gerade reden, denkt Carsten zara Als er ein paar Minuten später aus der Dusche kommt, ist der Schnupfen weg. Ist das Kopfweh weg? Sind alle Probleme weg? Naja, nicht alle. Er muss morgen noch zur Polizei. Er muss sich bei Susanne Klaffenböck melden. Und bei Kirsten Leineweber. Und? Er schaltet das Handy ein und sucht das Foto von Christine. Lange sieht er es an. Dann macht er das Handy wieder aus. Morgen, denkt er, als er ins Schlafzimmer geht. Morgen wird ein schöner Tag. 19. Herzschmerzen 2. Sie liegt in seinem Bett. Sie schläft wie ein Baby. Sie lächelt. Was träumt sie gerade? Carsten Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0 Uhr 1. Heute ist schon morgen. Welche Wahrheit suchst du denn gerade? Hast du ein Beispiel? Ich wollte sie ausfragen, denkt Carsten Zara. Und jetzt fragt sie mich aus. Bei mir geht es gerade um eine Frau, die einen Mann schlimm belogen hat, sagt er und sieht Christine fest in die Augen. Ah, die alte Geschichte. Im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel erlaubt. Sie sieht nicht besorgt oder ängstlich aus, denkt Carsten Zara. Im Gegenteil. Sie wirkt lustig und sogar ein bisschen frech. Nimmt sie mich etwa nicht ernst? Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich rede nicht von Liebe. Hier geht es um eine junge Frau, die einem alten Mann Gefühle vorgespielt hat. Eine Frau, die ein Jahr bei ihm gewohnt und teure Geschenke von ihm bekommen hat. Tja, so was soll es geben. Du findest es also normal, anderen etwas vorzuspielen? Ach komm, tut das nicht jeder irgendwie und irgendwann? Aber nicht jeder stiehlt einem kranken Mann das letzte Geld. Was? Sie hat Geld gestohlen? 400.000 Euro. Alles, was er hatte. Und jetzt ist sie weg. Der Mann ist am Ende. Wenn ich sie und das Geld nicht ganz schnell wiederfinde. Na, das ist ja ein dicker Hund. Erzähl weiter. Na, also, jetzt ist sie doch beeindruckt. Ein bisschen wenigstens. 10. Gedanken am Morgen es ist kurz vor sechs Uhr. Carsten Zara liegt im Bett und denkt nach. Es war ein schöner Abend. Es war ein sehr schöner Abend. Er lächelt. Noch nie habe ich mich mit einer Frau so wohl gefühlt wie mit ihr. Ihr Humor. Die Art, wie sie lacht. Er schaltet sein Handy ein und sucht das Foto, das er gestern Abend von ihr gemacht hat. Wie sie beim Zuhören den Kopf ein wenig zur Seite legt, wie sie ihre dunklen Haare mit den Fingern hinters Ohr zurückschiebt. Ihre schönen braunen Augen. Ihre Stimme. Ihr Interesse an so vielen Dingen, die mich auch interessieren. War das nur gespielt? Er schaltet das Handy wieder aus. Quatsch. Dafür wusste sie zu viel. Über Jazz. Über italienische Küche. Sogar über Segelboote. Nein, sowas kann man nicht einfach spielen. Trotzdem, sie ist eine Lügnerin. Tatsache 1, sie ist nicht aus London gekommen. Tatsache 2, sie ist nicht mit dem Zug gefahren. Tatsache 3, sie war nicht in meiner Klasse. Warum lügt sie? Wir haben über Gott und die Welt geredet, aber ich habe sie nicht gefragt, was sie eigentlich hier will. Und was hat sie über sich selbst und ihre Lebensgeschichte erzählt? Hm. Da war nicht viel. Geboren in Stuttgart. Ein halbes Jahr jünger als ich. Die Familie ist ein paar Mal umgezogen. Nach dem Abitur hat sie in allen möglichen Jobs gearbeitet. Und das war es schon, oder? Was arbeitet sie heute? Wo lebt sie wirklich? Woher kennt sie meinen Namen und den von Susanne Klaffenböck? Woher weiß sie, dass ich im Konrad-Herbst-Gymnasium war? Carsten Zahra steht auf. Er muss ins Bad. Auf dem Weg dorthin kann er ja gleich mal nachsehen, ob Christine auch schon wach ist. Vorsichtig öffnet er die Tür. Im Wohnzimmer ist es hell. Die Vorhänge sind offen. Christine ist weg. Ihre Jacke ist weg. Ihre Reisetasche ist weg. Und auf dem Sofa liegt ein Zettel. Tut mir leid. Danke für alles. 11. Telefon. Telefon, Telefon. 6.03 Uhr. 3. Hey, es ist kurz nach 6, Carsten. Die Stimme von Kriminalhauptkommissar Andreas Gastel klingt verärgert. Kannst du denn nicht zu einer normalen Tageszeit anrufen? Entschuldige bitte, Andi, aber ich brauche dringend deine Hilfe. Was ist denn los? Es geht um eine Frau. Um 6 Uhr morgens? Bitte, Andi, es ist wirklich wichtig. Wichtig für wen? Für mich privat. Am anderen Ende der Leitung ist es einen Moment lang still. Na schön, sag schon, was willst du? Sie heißt Christine Schubert und ist aus Berlin oder der näheren Umgebung. Ich brauche ihre Adresse. Berlin und Umgebung? Ach so, dann ist es ja kein Problem. Dort wohnen ja nur drei bis fünf Millionen Menschen, und der Name Christine Schubert ist so selten wie ein Glas Marmelade auf einem deutschen Frühstückstisch. Deshalb brauche ich ja deine Hilfe, Andy, weil ich sie mit dem Berliner Telefonbuch allein sicher nicht so schnell finde. Hast du noch mehr Informationen? Sie ist ein halbes Jahr jünger als ich und in Stuttgart geboren. Ist das sicher? Ich glaube. Ich hoffe. Na super. Hör zu, du Meisterdetektiv. Ich bin ab acht im Präsidium. Dann gucke ich kurz mal in unseren Computer. Aber nur ganz, ganz kurz, verstanden? Du bist ein echter Freund. Und du ne echte Nervensäge. Acht Uhr. Elf. Ja? Spreche ich mit Herrn Zara? Frau Leineweber? Ja, hier ist Kirsten Leineweber. Sie reden also doch wieder mit mir? Sie haben gestern etwas über Elena gesagt, das ich einfach nicht glauben kann. Nein? Elena hat von Riebeck immer wieder Geld genommen. Ich finde sowas nicht toll, und das habe ich ihr auch gesagt, aber sie ist keine Diebin. Okay, dann können Sie mir doch sagen, wo sie ist, oder? Sagen Sie mir zuerst, was sie angeblich gestohlen hat. 400.000 Euro. Bargeld. 400.000 Euro? Dann weiß ich sicher, dass sie unschuldig ist. Riebeck hatte schon lange kein Geld mehr. Da irren Sie sich. Er hat Geld von der Bank bekommen. Bis vor ein paar Monaten. Damit hat er Elena teuren Schmuck gekauft und Kleider und ein Auto aber dann war das geld weg und die bank hat ihm nichts mehr gegeben sind sie ganz sicher natürlich deshalb wollte er ja sogar elena's schmuck zurückhaben und da hat sie ihn verlassen genau aber warum hat sie herrn riebeck nicht ihren richtigen namen genannt warum sollte er nicht wissen wo sie vorher gelebt hat na sagen wir mal so elena hat erfahrung mit solchen männern und solchen beziehungen aha mir gefällt das auch nicht aber was soll ich machen Sie ist meine Freundin. Und wie ist Elenas richtiger Name? Den sag ich nicht. Tschüss, Herr Zara. Acht Uhr achtundzwanzig. Ja, hallo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Zara? Ja, wer ist da? Partnervermittlung Sonnenschein. Äh, »Andi?« Aus dem Telefonhörer ist nur noch lautes Lachen zu hören. Was soll der Quatsch? Was hast du denn? Was ich habe, gefunden habe ich sie, deine Herzensdame. Christine Schubert, viereinhalb Monate jünger als du, geboren in Stuttgart, zurzeit wohnhaft in Berlin, klinikerallee Allee 175. Klinika Allee 175. Super, vielen Dank. Kein Problem, war ganz einfach. 12. Riebeck 3 Das Haus und der große Garten sind früher wohl mal ganz schön gewesen. Nun sieht alles nur noch ungepflegt und traurig aus. Genau wie der Mann, der hier lebt. Carsten Zara drückt auf den Klingelknopf. Warum macht Riebeck nicht auf? Ist er nicht zu Hause? Der gelbe Porsche steht in der Einfahrt. Carsten Zara klingelt nochmal. Tut mir leid, danke für alles, hat Christine auf den Zettel geschrieben. Was tut dir leid? Danke für was? Was wolltest du eigentlich von mir? Warum bist du einfach gegangen? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich was Falsches gesagt? Warum hast du mich angelogen? All diese Fragen möchte ich dir gerne stellen und dabei in deine schönen braunen Augen sehen, denkt Carsten Zara. Aber zuerst muss ich diesen dummen Fall hier lösen. Ärgerlich klingelt er noch einmal und drückt dabei gegen die Tür. Sie geht auf. Herr Riebeck? Sind Sie zu Hause? Herr Riebeck! Im Flur stinkt es nach Müll. Karsten Zara geht ein paar Schritte und sieht in die Küche. In der Spüle, auf dem Tisch und sogar in den Regalen stehen leere Flaschen, Dosen und schmutziges Geschirr. Herr Riebeck? Keine Antwort. Er geht weiter. Vor der nächsten Tür liegt benutzte Unterwäsche auf dem Boden. Karsten Zara öffnet die Tür. Herr Riebeck? Der Mann in der Badewanne antwortet nicht. Seine Augen sind offen und sehen nach oben. Neben dem Kopf schwimmt eine Whiskyflasche. Sie ist leer. Zwei Schachteln Schlaftabletten liegen auf dem Stuhl neben der Wanne. Sie sind ebenfalls leer. Das Wasser in der Wanne ist kalt. Er braucht keine frische Unterwäsche mehr. Ist Karsten Zarras erster Gedanke. Der zweite. Es ist genau zehn Uhr und elf Minuten. Der dritte. Ich sollte die Polizei informieren. Er geht zurück in den Flur. Telefon und Anrufbeantworter stehen auf einem Tischchen. Carsten Zahra nimmt das Telefon, stellt es dann aber wieder zurück und drückt auf die Starttaste des Anrufbeantworters. Sie haben keine neuen Nachrichten, sagt die Computerstimme. Hier Ihre alten Nachrichten. Empfangen gestern um 21 Uhr und 44 Minuten. Es folgt die Stimme einer Frau. Ich weiß, dass du mich suchst. Ich weiß alles, was du machst. Aber es ist sinnlos. Dein Detektiv wird mich nicht finden. Dafür habe ich gesorgt. Bevor er entdeckt, wo ich bin, bin ich schon längst weg. Ich brauche das Geld, verstehst du? Ich will endlich ein anderes Leben anfangen. Ein neues Leben. Vergiss mich einfach und spar dir die Kosten für den Detektiv. So ist das also gewesen. Riebeck ist spät abends nach Hause gekommen. Er hat seinen Anrufbeantworter abgehört und hat verstanden, dass er Elena und das Geld nicht wieder sieht. Er hat aufgegeben. Er wollte kein Penner werden und auf der Straße leben. Er wollte lieber für immer einschlafen. In seiner warmen Badewanne. Tja, nun ist er tot. Und mit ihm ist wohl auch der Fall Riebeck gestorben. Kein Geld, kein Fall. So einfach ist das. Nein, so einfach ist es nicht. Karsten Zara hasst es, wenn jemand ihn benutzt und wie einen Dummkopf behandelt. Riebeck hat ihn angelogen. Seine zweite Elena-Geschichte war genauso falsch wie die erste. Wie ist die wahre, die echte Geschichte? Woher hatte Riebeck plötzlich die 400.000 Euro Bargeld, die Elena Diekow dann mitgenommen hat? Auf diese Fragen möchte Karsten Zara eine Antwort haben. Auch wenn er keinen einzigen Cent damit verdient. Wie hat Elena Diekhoff gesagt? Dein Detektiv wird mich nicht finden. Oh doch, Schätzchen, ich finde dich, und ich weiß jetzt auch, wie. 13 Frau Leineweber ist enttäuscht. Eine Viertelstunde später steht er zum dritten Mal vor Kirsten Leinewebers Haustür. Sieh schon wieder, kommt ihre Stimme aus dem Lautsprecher. So, jetzt rufe ich die Polizei. Bitte schön, machen Sie das, antwortet Carsten Zara. Aber vorher hören Sie mal ganz kurz zu, ja? Er startet den MP3-Player seines Handys. Diese Stimme hier, die kennen Sie doch, oder? Das ist Elena. Richtig, hören Sie gut zu. Nach dem letzten Satz schaltet Carsten Zara das Gerät aus. Also hat sie doch gestohlen, sagt Kirsten Leineweber. Ihre Stimme klingt müde und enttäuscht. Nach ein paar Sekunden geht die Haustür auf. Frau Leineweber steht da und sieht Carsten Zara fragend an. Und jetzt? Er drückt auf sein Handy. Auf dem Display erscheint ein Foto. Er hält ihr das Handy hin. Es dauert ein paar Sekunden, bis sie versteht, was sie sieht. Dann dreht sie den Kopf weg. Riebeck? Ist er tot? Machen Sie es aus. Ich will das nicht sehen. Es ist schrecklich. Die Kriminalpolizei wird das untersuchen. Durch den Anrufbeantworter werden die Beamten auch von Elena und von dem Geld erfahren. Ich wollte ihr nur helfen. Sie beginnt zu weinen. Ich habe ihr geglaubt. Sagen Sie mir bitte, wie sie heißt und wo sie ist. Ich spreche mit ihr. Wenn sie vernünftig ist, können wir die Sache vielleicht so drehen? Dass sie nicht ins Gefängnis muss. Sie heißt Helene Bruckmann. Sie wohnt zurzeit im Hotel König in Berlin-Lichtenberg. 14. Eine Taxifahrt Es ist Nachmittag. Carsten Zara ist gerade am Flughafen Tegel angekommen und sitzt nun in einem Taxi, das ihn nach Lichtenberg bringen soll. Große, dunkle Gewitterwolken stehen am Himmel und warten auf den ersten Blitz. Er sieht sie nicht. Er denkt über Helene Bruckmann nach und über Christine Schubert. Wenn Christine heute Morgen nach Berlin zurückgeflogen ist, dann kann er seinen beruflichen Fall nun mit einem privaten Besuch verbinden. Ist das nun ein Zufall oder nicht? Natürlich ist es Zufall. Was sollen diese beiden Frauen denn miteinander zu tun haben? Außer, dass sie lügen. Christines Lügen tun weh. Was hast du gesagt? Ihre Lügen tun weh. Hey, du bist ja verliebt in sie. Quatsch! Fahr doch jetzt gleich zu ihr. Quatsch! Du musst dem Taxifahrer doch nur ihre Adresse sagen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Junge, Junge, sagt der Fahrer, der tippt noch ein schwere Tierwitter. Was? Ich sage, der tippt ein schwere Tierwitter. Sie meinen, da kommt ein schweres Gewitter? Hab ich doch gesagt. Verstehen Sie kein Deutsch oder was? Tut mir leid, ich bin Ausländer. Ich komme aus Bayern. Macht ja nichts. Können Sie ja nichts für, wa? So, da wären wir. Hotelkönig. Det macht neunzehn Euro und sechzig Cent. Hotel Hotelkönig. Kann ich was für Sie tun? Fragt der junge Mann. Er hat orange-rote Haare und ein Piercing in der Nase. Auf dem kleinen Schild an seiner Jacke steht Sven Patschorke. Können Sie mal nachsehen, ob Frau Dieckhoff im Hotel ist? Kenne ich nicht. Na dann eben Frau Bruckmann. Kenne ich auch nicht. Carsten Zahra zieht eines der Fotos, die ihm Heiner Riebeck gegeben hat, aus der Tasche. Und die? Kennen Sie die? Das ist Frau Schirmacher. Schirmacher? Sie hatte Zimmer 7. Hatte? Ja, bis vor zwei Stunden. Der junge Mann sieht Carsten Zara unfreundlich an, und seine Stimme wird etwas lauter. Darf ich jetzt auch mal was fragen? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin jemand, der Ärger machen kann. Wie bitte? Müssen sich Ihre Gäste denn nicht ordentlich anmelden, Herr Patschorke? Mit einem Ausweis oder einem Reisepass? Doch, natürlich. Aber manchmal machen Sie eine Ausnahme. Was, Sven? Wie viel hat Frau Schirmacher denn bezahlt für diesen Service? Der junge Mann sieht nervös nach links und rechts. Sie hat gesagt, sie hat ihren Ausweis verloren. Ich wollte ihr helfen. Seine Stimme ist jetzt ganz leise. Bitte haben Sie Verständnis, sonst verliere ich meinen Job. Wo sie jetzt sein könnte, das wissen Sie aber nicht zufällig. Nein, tut mir leid, sie hat nichts gesagt. Wurde in Frau Schirmachers Zimmer schon sauber gemacht. Ich glaube nicht. Kann ich es mal sehen? Warum nicht? Ein ganz normales Hotelzimmer. Ein benutztes Bett. Eine halbleere Mineralwasserflasche. Ein benutztes Glas mit Spuren von rotem Lippenstift. Eine offene Schranktür. Im Abfallkorb ein Papiertaschentuch und ein Kaugummi. Im Bad zwei benutzte Handtücher. Der Abfallkorb ist leer. Nichts. Was hat sie auf Riebecks Anrufbeantworter gesprochen? Dein Detektiv wird mich nicht finden. Dafür habe ich gesorgt. Bevor er entdeckt, wo ich bin, bin ich schon längst weg. Carsten Zara setzt sich aufs Bett. Wie konnte sie wissen, dass ich nach Berlin komme? Das habe doch nur ich selbst gewusst. Und Kirsten Leineweber. Er nimmt sein Handy und wählt eine Nummer. Hallo? Frau Leineweber? Hier, Zara. Nein, ich habe nichts Neues. Nur eine kurze Frage. Hatten Sie nochmal Kontakt zu Frau Bruckmann, nachdem ich heute bei Ihnen war? Nein? Aha. Ja, ich melde mich. Danke auch. Tschüss. Carsten Zara ist plötzlich todmüde. Er weiß nicht mehr weiter. Er steht auf und geht zurück zur Rezeption. Hier ist meine Karte, sagt er. Wenn Ihnen noch irgendwas zu dieser Frau einfällt, Rufen Sie mich an, ja? Sie werden es nicht glauben, aber mir fällt gerade wirklich noch was ein, antwortet Sven Patschorke. Sie hatte Besuch kurz bevor sie gegangen ist. Ach, von wem? Von einer Frau. Sie war nur ein paar Minuten bei ihr. Eine Viertelstunde später hat Frau Schirmacher dann die Rechnung bezahlt und ist gegangen. Sie hatte es plötzlich sehr eilig. Carsten Zara nimmt sein Handy und öffnet das Foto, das er gestern Abend beim Italiener gemacht hat. Er hält dem jungen Mann das Bild vor die gepierste Nase. Was die? Die war's! sagt Sven Patschorke. 16. Klinika Allee 175 Mit dem ersten Blitz kommt der Regen. Von einem Augenblick zum nächsten wird die Klinikerallee zur Duschkabine. Es dauert nur ein paar Sekunden und Carsten Zara ist nass bis auf die Haut. Er merkt es gar nicht. Sie hat mich nur benutzt, denkt er. Einfach nur benutzt. Und ich war so sicher, dass. Ach, vertrau keiner Frau. Da ist Nummer 175 ein dreistöckiges Haus. Acht Namen stehen auf dem Klingelschild. Ganz unten rechts Christine Schubert. Er hebt die Hand bis zum Klingelknopf. Dann lässt er sie wieder sinken und liest noch einmal, was da unter ihrem Namen steht. Private Ermittlungen. Regenwasser läuft aus seinen Haaren, übers Gesicht, am Hals entlang, ins nasse Hemd hinein. Dann drückt er auf den Klingelknopf. Einmal. Keine Reaktion. Zweimal nichts. Er hat eine solche Wut. Er muss jetzt unbedingt was tun, irgendwas, sonst wird er verrückt. Er drückt fünfmal hintereinander. Er lässt den Finger auf der Klingel, die Haustür geht auf, eine ältere Dame mit Regenschirm kommt heraus und sieht ihn misstrauisch von oben bis unten an. Carsten Zara nimmt den Finger von der Klingel, lächelt und geht in den Hausflur. Mit einem Schritt nimmt er die drei Stufen zu den Erdgeschosswohnungen. An der rechten Tür steht Schubert. Die Tür ist kein Problem. Genau so eine hat er zu Hause auch. Wenn das Schloss nicht abgesperrt ist, bekommt er sie sogar mit einer Scheckkarte auf. Um seine Schuhe entsteht ein kleiner See. Das Schloss ist nicht abgesperrt. Die Tür springt auf. Karsten Zara wartet einen Moment. Im Haus und in der Wohnung ist es ganz still. Er steckt die Scheckkarte zurück in seine Geldbörse, geht in die Wohnung und schließt leise die Tür. Dann hört er einen leisen Schritt, sieht einen Blitz und alles wird schwarz. 17. Kopfschmerzen Das Küchenmesser ist direkt über ihm. Die Spitze zeigt genau auf sein linkes Auge. Wo ist sie? Fragt die Frau mit den knallroten Lippen. Karsten Zara möchte sein Auge schützen, aber es geht nicht. Er kann seine Arme und Beine nicht bewegen. Er kann nur seinen Kopf ein bisschen zur Seite drehen. Bitte nicht, sagt er. Wo ist sie? Tun Sie das Messer weg! Wo ist das Geld? Ich weiß es nicht. Wo? Die Spitze nähert sich dem Auge. Bitte, Frau Bruckmann! Sie erschreckt. Wo, woher haben Sie meinen. Woher haben Sie, Sie diesen Namen? Von Frau Leineweber. Von Kirsten? Dann sind Sie der Detektiv aus München? Carsten Zara, bitte, nehmen Sie doch das Messer weg. Ihr arbeitet jetzt also alle zusammen? Wer? Na, Sie und Kirsten und die Schubert. Was? Ich kenne Frau Schubert doch erst seit gestern. Sie war nur kurz bei mir. In ihrem Auftrag, oder? Die Frau sieht ihn einige Sekunden lang nachdenklich an. Dann zieht sie die Hand mit dem Messer zurück. Karsten Zara atmet auf. Ja, nickt sie, in meinem Auftrag. Das war mein größter Fehler. Ich wollte sicher sein, dass Heiner keine Chance hat, mich zu finden. Keine Sorge, er sucht sie gar nicht mehr. Was? Heiner Riebeck ist tot. Er hat sich das Leben genommen. Schweigen. Plötzlich beginnt sie zu lachen. Erst nach ein paar Sekunden merkt Carsten Zara, dass es kein Lachen, sondern ein Weinen ist. Oh Gott, ich wollte endlich mal alles richtig machen und jetzt ist alles falsch! Hat Christine Schubert das Geld? fragt Carsten Zara. Sie nickt. Sie ist zu mir ins Hotel gekommen, sie war aufgeregt. Sie hat gesagt, dass Heiner weiß, wo ich bin und dass er schon auf dem Weg nach Berlin ist. Da habe ich Angst gekriegt und bin zum Ostbahnhof. Als ich die Tüte aus dem Schließfach geholt habe, hat mich dieses Miststück umgeworfen und ist mit dem Geld weggerannt. Aber woher wusste sie von dem Geld? Von Ihnen? <laughs> Natürlich nicht. Ich habe ihr nur gesagt, dass Heiner mich nicht in Ruhe lässt, dass er völlig verrückt ist, dass er sogar eine Detektivbeauftragte hat. Sie sollte nur dafür sorgen, dass er mich nicht finden kann. Plötzlich fällt Carsten Sarah der gestrige Abend ein. Natürlich. Er selbst hat Christine Schubert von den 400.000 Euro erzählt. Er hat keine Namen genannt, aber das war auch gar nicht nötig. Sie wusste ja. Um wen es ging. Woher hatte Riebeck denn plötzlich so viel Geld? fragt er. Von seinem früheren Arbeitgeber. Der hat krummel Dinger gedreht. Irgendwas mit Finanzamt und Steuern. Heiner hat das gewusst. Eine Erpressung also? Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe Heiner nur gesagt, dass ich gehe, wenn er kein Geld mehr hat. Und plötzlich war Geld da. So viel Geld. Sie beginnt wieder zu weinen. Was soll ich denn jetzt tun? Vielleicht fangen wir mal damit an, dass sie mich freilassen und Schmerztabletten suchen. Mein Kopf tut wahnsinnig weh. 18. Herzschmerzen 1 Es ist kurz vor Mitternacht. Carsten Zara hat den letzten Flug von Berlin nach München genommen und dann ein Taxi nach Hause. Unterwegs hat er seinen Freund Andreas Gastel angerufen. Riebecks Leiche soll nicht noch länger in der Badewanne liegen. Carsten Zahra musste versprechen, dass er morgen ins Polizeipräsidium kommt und seine Aussage macht. Nun steigt er müde die Treppen hoch zu seiner Wohnung. Er ist traurig und enttäuscht über den Fall, der so schrecklich zu Ende gegangen ist. Sein Auftraggeber ist tot. Er selbst hatte viel Arbeit, große Kosten und keinen Erfolg. Er hat eine Weinflasche auf den Kopf gekriegt und fast ein Auge verloren. Seine Kleidung ist noch immer feucht und er hat das Gefühl, dass er einen Schnupfen bekommt. Aber das alles zusammen ist nicht halb so schlimm wie die Enttäuschung mit Christine. Das tut wirklich weh. Einen kleinen Moment lang hat er geglaubt, sie könnte die Frau seines Lebens sein. Naja. No woman, no cry. In der Wohnung zieht er schnell seine Sachen aus. Er möchte jetzt nur noch unter die heiße Dusche und dann ab ins Bett. Mitten auf dem Wohnzimmertisch liegt ein großer, dicker Umschlag. Der war doch heute früh noch nicht da, oder? Was steht denn da drauf? Die Wahrheit für C.T. Die Handschrift kennt er doch. Der Umschlag enthält acht dicke Päckchen. 500-Euro-Scheine und einen Brief. Hallo Carsten. Gib dem alten Mann das Geld zurück. Die Schirmacher hat mich belogen und benutzt. Sie hat mir gesagt, dass Riebeck ein Stalker ist, dass er sie nicht in Ruhe lässt und jetzt sogar mit einem Detektiv nach ihr sucht. Ich habe ihr geglaubt. Frauensolidarität, verstehst du? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Sei nicht böse. Christine. P.S. Ach ja. Deine Schule, deine Klasse und die Namen deiner Mitschüler habe ich im Internet gefunden. Bei Stay Friends. PBS? Noch was? Sperre deine Wohnungstür besser ab. Da kommt ja jedes Kind rein. <laughs> du musst ja gerade reden, denkt Carsten Zara. Als er ein paar Minuten später aus der Dusche kommt, ist der Schnupfen weg. Ist das Kopfweh weg? Sind alle Probleme weg? Naja, nicht alle. Er muss morgen noch zur Polizei. Er muss sich bei Susanne Klafenböck melden. Und bei Kirsten Leineweber. Und? Er schaltet das Handy ein und sucht das Foto von Christine. Lange sieht er es an. Dann macht er das Handy wieder aus. Morgen, denkt er, als er ins Schlafzimmer geht. Morgen wird ein schöner Tag. 19. Herzschmerzen 2. Sie liegt in seinem Bett. Sie schläft wie ein Baby. Sie lächelt. Was träumt sie gerade? Carsten Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0 Uhr 1. Heute ist schon morgen. Es ist Nachmittag. Carsten Zara ist gerade am Flughafen Tegel angekommen und sitzt nun in einem Taxi, das ihn nach Lichtenberg bringen soll. Große, dunkle Gewitterwolken stehen am Himmel und warten auf den ersten Blitz. Er sieht sie nicht. Er denkt über Helene Bruckmann nach und über Christine Schubert. Wenn Christine heute Morgen nach Berlin zurückgeflogen ist, dann kann er seinen beruflichen Fall nun mit einem privaten Besuch verbinden. Ist das nun ein Zufall oder nicht? Natürlich ist es Zufall. Was sollen diese beiden Frauen denn miteinander zu tun haben? Außer, dass sie lügen. Christines Lügen tun weh. Was hast du gesagt? Ihre Lügen tun weh. Hey, du bist ja verliebt in sie. Quatsch. Fahr doch jetzt gleich zu ihr. Quatsch. Du musst dem Taxifahrer doch nur ihre Adresse sagen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Junge, Junge, sagt der Fahrer, der tippt noch ein schweres Gewitter. Was? Ich sage, der tippt ein schweres Gewitter. Sie meinen, da kommt ein schweres Gewitter? Hab ich doch gesagt! Verstehen Sie kein Deutsch oder was? Tut mir leid, ich bin Ausländer, ich komme aus Bayern. Macht ja nöst, können Sie ja nöst für, wa? So, da wären wir, Hotelkönig. Det macht 19,60 Euro. 15. Hotelkönig. Kann ich was für Sie tun? fragt der junge Mann. Er hat orange-rote Haare und ein Piercing in der Nase. Auf dem kleinen Schild an seiner Jacke steht Sven Patschorke. Können Sie mal nachsehen, ob Frau Dikow im Hotel ist? Kenne ich nicht. Na dann eben Frau Bruckmann. Kenne ich auch nicht. Carsten Zahra zieht eines der Fotos, die ihm Heiner Riebeck gegeben hat, aus der Tasche. Und die? Kennen Sie die? Das ist Frau Schirmacher. Schirmacher? Sie hatte Zimmer 7. Hatte? Ja, bis vor zwei Stunden. Der junge Mann sieht Carsten Zahra unfreundlich an und seine Stimme wird etwas lauter. Darf ich jetzt auch mal was fragen? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin jemand, der Ärger machen kann. Wie bitte? Müssen sich Ihre Gäste denn nicht ordentlich anmelden, Herr Patschorke? Mit einem Ausweis oder einem Reisepass? Doch, natürlich. Aber manchmal machen Sie eine Ausnahme. Was, Sven? Wie viel hat Frau Schirmacher denn bezahlt für diesen Service? Der junge Mann sieht nervös nach links und rechts. Sie hat gesagt, sie hat ihren Ausweis verloren. Ich wollte ihr helfen. Seine Stimme ist jetzt ganz leise. Bitte haben Sie Verständnis, sonst verliere ich meinen Job. Wo sie jetzt sein könnte, das wissen Sie aber nicht, zufällig? Nein, tut mir leid, sie hat nichts gesagt. Wurde in Frau Schirmachers Zimmer schon sauber gemacht? Ich glaube nicht. Kann ich es mal sehen? Warum nicht? Ein ganz normales Hotelzimmer. Ein benutztes Bett. Eine halbleere Mineralwasserflasche, ein benutztes Glas mit Spuren von rotem Lippenstift, eine offene Schranktür, im Abfallkorb ein Papiertaschentuch und ein Kaugummi, im Bad zwei benutzte Handtücher. Der Abfallkorb ist leer. Nichts. Was hat sie auf Riebecks Anrufbeantworter gesprochen? Dein Detektiv wird mich nicht finden, dafür habe ich gesorgt. Bevor er entdeckt, wo ich bin, bin ich schon längst weg? Karsten Zara setzt sich aufs Bett. Wie konnte Sie wissen, dass ich nach Berlin komme? Das habe doch nur ich selbst gewusst. Und Kirsten Leineweber. Er nimmt sein Handy und wählt eine Nummer. Hallo? Frau Leineweber? Hier, Zara. Nein, ich habe nichts Neues. Nur eine kurze Frage. Hatten Sie nochmal Kontakt zu Frau Bruckmann, nachdem ich heute bei Ihnen war? Nein. Aha. Ja, ich melde mich. Danke auch. Tschüss. Karsten Zara ist plötzlich todmüde. Er weiß nicht mehr weiter. Er steht auf und geht zurück zur Rezeption. Hier ist meine Karte, sagt er. Wenn Ihnen noch irgendwas zu dieser Frau einfällt, rufen Sie mich an, ja? Sie werden es nicht glauben, aber mir fällt gerade wirklich noch was ein. Antwortet Sven Patschorke. Sie hatte Besuch kurz bevor sie gegangen ist. Ach, von wem? Von einer Frau. Sie war nur ein paar Minuten bei ihr. Eine Viertelstunde später hat Frau Schirmacher dann die Rechnung bezahlt und ist gegangen. Sie hatte es plötzlich sehr eilig. Carsten Zara nimmt sein Handy und öffnet das Foto, das er gestern Abend beim Italiener gemacht hat. Er hält dem jungen Mann das Bild vor die gepierste Nase. War's die? Die war's! Sagt Sven Patschorke. 16 Klinika Allee, 175. Mit dem ersten Blitz kommt der Regen. Von einem Augenblick zum nächsten wird die Klinika Allee zur Duschkabine. Es dauert nur ein paar Sekunden und Karsten Zara ist nass bis auf die Haut. Er merkt es gar nicht. Sie hat mich nur benutzt, denkt er. Einfach nur benutzt. Und ich war so sicher, dass... Ach, vertrau keiner Frau. Da ist Nummer 175, ein dreistöckiges Haus. Acht Namen stehen auf dem Klingelschild. Ganz unten rechts, Christine Schubert. Er hebt die Hand bis zum Klingelknopf. Dann lässt er sie wieder sinken und liest noch einmal, was da unter ihrem Namen steht. Private Ermittlungen. Regenwasser läuft aus seinen Haaren, übers Gesicht, am Hals entlang, ins nasse Hemd hinein. Dann drückt er auf den Klingelknopf. Einmal. Keine Reaktion. Zweimal. Nichts. Er hat eine solche Wut. Er muss jetzt unbedingt was tun. Irgendwas. Sonst wird er verrückt. Er drückt fünfmal hintereinander. Er lässt den Finger auf der Klingel. Die Haustür geht auf. Eine ältere Dame mit Regenschirm kommt heraus und sieht ihn misstrauisch von oben bis unten an. Carsten Zara nimmt den Finger von der Klingel, lächelt und geht in den Hausflur. Mit einem Schritt nimmt er die drei Stufen zu den Erdgeschosswohnungen. An der rechten Tür steht Schubert. Die Tür ist kein Problem. Genau so eine hat er zu Hause auch. Wenn das Schloss nicht abgesperrt ist, bekommt er sie sogar mit einer Scheckkarte auf. Um seine Schuhe entsteht ein kleiner See. Das Schloss ist nicht abgesperrt. Die Tür springt auf. Karsten Zara wartet einen Moment. Im Haus und in der Wohnung ist es ganz still. Er steckt die Scheckkarte zurück in seine Geldbörse, geht in die Wohnung und schließt leise die Tür. Dann hört er einen leisen Schritt, sieht einen Blitz. Und alles wird schwarz. 17. Kopfschmerzen Das Küchenmesser ist direkt über ihm. Die Spitze zeigt genau auf sein linkes Auge. Wo ist sie? fragt die Frau mit den knallroten Lippen. Carsten Zara möchte sein Auge schützen, aber es geht nicht. Er kann seine Arme und Beine nicht bewegen. Er kann nur seinen Kopf ein bisschen zur Seite drehen. Bitte nicht, sagt er. Wo ist sie? Tun Sie das Messer weg. Wo ist das Geld? Ich weiß es nicht. Wo? Die Spitze nähert sich dem Auge. Bitte, Frau Bruckmann. Sie erschreckt. Wo? Woher haben Sie meinen, woher haben Sie, sie diesen Namen? Von Frau Leineweber. Von Kirsten? Dann sind Sie der Detektiv aus München? Karsten Zara. Bitte. Nehmen Sie doch das Messer weg! Ihr arbeitet jetzt also alle zusammen? Wer? Na, Sie und Kirsten und die Schubert! Was? Ich kenne Frau Schubert doch erst seit gestern. Sie war nur kurz bei mir. In Ihrem Auftrag, oder? Die Frau sieht ihn einige Sekunden lang nachdenklich an. Dann zieht sie die Hand mit dem Messer zurück. Karsten Zara atmet auf. Ja, nickt sie. In meinem Auftrag. Das war mein größter Fehler. Ich wollte sicher sein, dass Heiner keine Chance hat, mich zu finden. Keine Sorge. Er sucht sie gar nicht mehr. Was? Heiner Riebeck ist tot. Er hat sich das Leben genommen. Schweigen. Plötzlich beginnt sie zu lachen. Erst nach ein paar Sekunden merkt Carsten Zara, dass es kein Lachen, sondern ein Weinen ist. Oh. Ich wollte endlich mal alles richtig machen, und jetzt ist alles falsch. Hat Christine Schubert das Geld? fragt Carsten Sarah. Sie nickt. Sie ist zu mir ins Hotel gekommen. Sie war aufgeregt. Sie hat gesagt, dass Heiner weiß, wo ich bin und dass er schon auf dem Weg nach Berlin ist. Da habe ich Angst gekriegt und bin zum Ostbahnhof. Als ich die Tüte aus dem Schließfach geholt habe, hat mich dieses Miststück umgeworfen und ist mit dem Geld weggerannt. Aber woher wusste sie von dem Geld? Von Ihnen? Natürlich nicht. Ich habe ihr nur gesagt, dass Heiner mich nicht in Ruhe lässt, dass er völlig verrückt ist, dass er sogar einen Detektiv beauftragt hat. Sie sollte nur dafür sorgen, dass er mich nicht finden kann. Plötzlich fällt Carsten Zara der gestrige Abend ein. Natürlich! Er selbst hat Christine Schubert von den 400.000 Euro erzählt. Er hat keine Namen genannt, aber das war auch gar nicht nötig. Sie wusste ja, um wen es ging. Woher hatte Riebeck denn plötzlich so viel Geld? fragt er. Von seinem früheren Arbeitgeber. Der hat krummel Dinger gedreht. Irgendwas mit Finanzamt und Steuern. Einer hat das gewusst. Eine Erpressung also? Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe Heiner nur gesagt, dass ich gehe, wenn er kein Geld mehr hat. Und plötzlich war Geld da. So viel Geld. Sie beginnt wieder zu weinen. Was soll ich denn jetzt tun? Vielleicht fangen wir mal damit an, dass sie mich freilassen und Schmerztabletten suchen. Mein Kopf tut wahnsinnig weh. 18. Herzschmerzen 1. Es ist kurz vor Mitternacht. Carsten Zahra hat den letzten Flug von Berlin nach München genommen und dann ein Taxi nach Hause. Unterwegs hat er seinen Freund Andreas Gastel angerufen. Riebecks Leiche soll nicht noch länger in der Badewanne liegen. Carsten Zahra musste versprechen, dass er morgen ins Polizeipräsidium kommt und seine Aussage macht. Nun steigt er müde die Treppen hoch zu seiner Wohnung. Er ist traurig und enttäuscht über den Fall, der so schrecklich zu Ende gegangen ist. Sein Auftraggeber ist tot. Er selbst hatte viel Arbeit, große Kosten und keinen Erfolg. Er hat eine Weinflasche auf den Kopf gekriegt und fast ein Auge verloren. Seine Kleidung ist noch immer feucht und er hat das Gefühl, dass er einen Schnupfen bekommt. Aber das alles zusammen ist nicht halb so schlimm wie die Enttäuschung mit Christine. Das tut wirklich weh. Einen kleinen Moment lang hat er geglaubt, sie könnte die Frau seines Lebens sein. Naja. No woman, no cry. In der Wohnung zieht er schnell seine Sachen aus. Er möchte jetzt nur noch unter die heiße Dusche und dann ab ins Bett. Mitten auf dem Wohnzimmertisch liegt ein großer, dicker Umschlag. Der war doch heute früh noch nicht da, oder? Was steht denn da drauf? Die Wahrheit für C.T. Die Handschrift kennt er doch. Der Umschlag enthält acht dicke Päckchen, 500-Euro-Scheine und einen Brief. Hallo Carsten. Gib dem alten Mann das Geld zurück. Die Schirrmacher hat mich belogen und benutzt. Sie hat mir gesagt, dass Riebeck ein Stalker ist, dass er sie nicht in Ruhe lässt und jetzt sogar mit einem Detektiv nach ihr sucht. Ich habe ihr geglaubt. Frauensolidarität, verstehst du? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Sei nicht böse. Christine. P.S.? Ach ja, deine Schule, deine Klasse und die Namen deiner Mitschüler habe ich im Internet gefunden. Bei Stay Friends. PPS? Noch was. Sperre deine Wohnungstür besser ab. Da kommt ja jedes Kind rein. Du musst ja gerade reden. Denkt Carsten Zarrer. Als er ein paar Minuten später aus der Dusche kommt, ist der Schnupfen weg. Ist das Kopfweh weg? Sind alle Probleme weg? Naja, nicht alle. Er muss morgen noch zur Polizei. Er muss sich bei Susanne Klaffenböck melden. Und bei Kirsten Leineweber. Und er schaltet das Handy ein und sucht das Foto von Christine. Lange sieht er es an. Dann macht er das Handy wieder aus. Morgen, denkt er, als er ins Schlafzimmer geht. Morgen wird ein schöner Tag. 19. Herzschmerzen 2. Sie liegt in seinem Bett. Sie schläft wie ein Baby. Sie lächelt. Was träumt sie gerade? Carsten Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0 Uhr 1. Heute ist schon morgen. Wenn das Schloss nicht abgesperrt ist, bekommt er sie sogar mit einer Scheckkarte auf. Um seine Schuhe entsteht ein kleiner See. Das Schloss ist nicht abgesperrt. Die Tür springt auf. Carsten Zarrer wartet einen Moment. Im Haus und in der Wohnung ist es ganz still. Er steckt die Scheckkarte zurück in seine Geldbörse, geht in die Wohnung und schließt leise die Tür. Dann hört er einen leisen Schritt, sieht einen Blitz und alles wird schwarz. 17. Kopfschmerzen. Das Küchenmesser ist direkt über ihm. Die Spitze zeigt genau auf sein linkes Auge. Wo ist sie? fragt die Frau mit den knallroten Lippen. Karsten Zara möchte sein Auge schützen, aber es geht nicht. Er kann seine Arme und Beine nicht bewegen. Er kann nur seinen Kopf ein bisschen zur Seite drehen. Bitte nicht, sagt er. Wo ist sie? Tun Sie das Messer weg! Wo ist das Geld? Ich weiß es nicht. Wo? Die Spitze nähert sich dem Auge. Bitte, Frau Bruckmann, sie erschreckt. Wo, woher haben Sie meinen. Woher haben Sie, sie diesen Namen? Von Frau Leineweber. Von Kirsten? Dann sind Sie der Detektiv aus München? Carsten Zara, bitte, nehmen Sie doch das Messer weg. Ihr arbeitet jetzt also alle zusammen? Wer? Na, Sie und Kirsten und die Schubert! Was? Ich kenne Frau Schubert doch erst seit gestern. Sie war nur kurz bei mir. In Ihrem Auftrag, oder? Die Frau sieht ihn einige Sekunden lang nachdenklich an. Dann zieht sie die Hand mit dem Messer zurück. Karsten Zara atmet auf. Ja, nickt sie. In meinem Auftrag. Das war mein größter Fehler. Ich wollte sicher sein, dass Heiner keine Chance hat, mich zu finden. Keine Sorge. Er sucht sie gar nicht mehr. Was? Heiner Riebeck ist tot. Er hat sich das Leben genommen. Schweigen. Plötzlich beginnt sie zu lachen. Erst nach ein paar Sekunden merkt Carsten Zara, dass es kein Lachen, sondern ein Weinen ist. Oh Gott, ich wollte endlich mal alles richtig machen und jetzt ist alles falsch. Hat Christine Schubert das Geld? fragt Carsten Sarah. Sie nickt. Sie ist zu mir ins Hotel gekommen. Sie war aufgeregt. Sie hat gesagt, dass Heiner weiß, wo ich bin und dass er schon auf dem Weg nach Berlin ist. Da habe ich Angst gekriegt und bin zum Ostbahnhof. Als ich die Tüte aus dem Schließfach geholt habe, hat mich dieses Miststück umgeworfen und ist mit dem Geld weggerannt. Aber woher wusste sie von dem Geld? Von Ihnen? »Natürlich nicht. Ich habe ihr nur gesagt, dass Heiner mich nicht in Ruhe lässt, dass er völlig verrückt ist, dass er sogar einen Detektiv beauftragt hat. Sie sollten nur dafür sorgen, dass er mich nicht finden kann.« Plötzlich fällt Carsten Zahra der gestrige Abend ein. »Natürlich!« Er selbst hat Christine Schubert von den 400.000 Euro erzählt. Er hat keinen Namen genannt, aber das war auch gar nicht nötig. Sie wusste ja, um wen es ging. Woher hatte Riebeck denn plötzlich so viel Geld? fragt er. Von seinem früheren Arbeitgeber. Der hat krummel Dinger gedreht. Irgendwas mit Finanzamt und Steuern. Heiner hat das gewusst. Eine Erpressung also? Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe Heiner nur gesagt, dass ich gehe, wenn er kein Geld mehr hat. Und plötzlich war Geld da. So viel Geld. Sie beginnt wieder zu weinen. Was soll ich denn jetzt tun? Vielleicht fangen wir mal damit an, dass sie mich freilassen und Schmerztabletten suchen. Mein Kopf tut wahnsinnig weh. 18 Herzschmerzen 1 Es ist kurz vor Mitternacht. Carsten Zara hat den letzten Flug von Berlin nach München genommen und dann ein Taxi nach Hause. Unterwegs hat er seinen Freund Andreas Gastel angerufen. Riebecks Leiche soll nicht noch länger in der Badewanne liegen. Carsten Zahra musste versprechen, dass er morgen ins Polizeipräsidium kommt und seine Aussage macht. Nun steigt er müde die Treppen hoch zu seiner Wohnung. Er ist traurig und enttäuscht über den Fall, der so schrecklich zu Ende gegangen ist. Sein Auftraggeber ist tot. Er selbst hatte viel Arbeit, große Kosten und keinen Erfolg. Er hat eine Weinflasche auf den Kopf gekriegt und fast ein Auge verloren. Seine Kleidung ist noch immer feucht und er hat das Gefühl, dass er einen Schnupfen bekommt. Aber das alles zusammen ist nicht halb so schlimm wie die Enttäuschung mit Christine. Das tut wirklich weh. Einen kleinen Moment lang hat er geglaubt, sie könnte die Frau seines Lebens sein. Naja. No woman, no cry. In der Wohnung zieht er schnell seine Sachen aus. Er möchte jetzt nur noch unter die heiße Dusche und dann ab ins Bett. Mitten auf dem Wohnzimmertisch liegt ein großer, dicker Umschlag. Der war doch heute früh noch nicht da, oder? Was steht denn da drauf? Die Wahrheit für C.T. Die Handschrift kennt er doch. Der Umschlag enthält acht dicke Päckchen. 500-Euro-Scheine und einen Brief. Hallo Carsten. Gib dem alten Mann das Geld zurück. Die Schirremacher hat mich belogen und benutzt. Sie hat mir gesagt, dass Riebeck ein Stalker ist, dass er sie nicht in Ruhe lässt und jetzt sogar mit einem Detektiv nach ihr sucht. Ich habe ihr geglaubt. Frauensolidarität, verstehst du? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Sei nicht böse. Christine. P.S. Ach ja. Deine Schule, deine Klasse und die Namen deiner Mitschüler habe ich im Internet gefunden. Bei Stay Friends. PPS, noch was. Sperr deine Wohnungstür besser ab. Da kommt ja jedes Kind rein. <laughs> du musst ja gerade reden, denkt Carsten zara als er ein paar Minuten später aus der Dusche kommt, ist der Schnupfen weg. Ist das Kopfweh weg? Sind alle Probleme weg? Naja, nicht alle. Er muss morgen noch zur Polizei. Er muss sich bei Susanne Klaffenböck melden und bei Kirsten Leineweber. Und er schaltet das Handy ein und sucht das Foto von Christine. Lange sieht er es an. Dann macht er das Handy wieder aus. Morgen, denkt er, als er ins Schlafzimmer geht: Morgen wird ein schöner Tag. 19. Herzschmerzen 2. Sie liegt in seinem Bett. Sie schläft wie ein Baby. Sie lächelt. Was träumt sie gerade? Carsten Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0 Uhr 1. Heute ist schon morgen. Irgendwas mit Finanzamt und Steuern. Heiner hat das gewusst. Eine Erpressung also. Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe Heiner nur gesagt, dass ich gehe, wenn er kein Geld mehr hat. Und plötzlich war Geld da. So viel Geld. Sie beginnt wieder zu weinen. Was soll ich denn jetzt tun? Vielleicht fangen wir mal damit an, dass sie mich freilassen und Schmerztabletten suchen. Mein Kopf tut wahnsinnig weh. 18. Herzschmerzen 1 Es ist kurz vor Mitternacht. Carsten Zara hat den letzten Flug von Berlin nach München genommen und dann ein Taxi nach Hause. Unterwegs hat er seinen Freund Andreas Gastel angerufen. Riebecks Leiche soll nicht noch länger in der Badewanne liegen. Carsten Zara musste versprechen, dass er morgen ins Polizeipräsidium kommt und seine Aussage macht. Nun steigt er müde die Treppen hoch zu seiner Wohnung. Er ist traurig und enttäuscht über den Fall, der so schrecklich zu Ende gegangen ist. Sein Auftraggeber ist tot. Er selbst hatte viel Arbeit, große Kosten und keinen Erfolg. Er hat eine Weinflasche auf den Kopf gekriegt und fast ein Auge verloren. Seine Kleidung ist noch immer feucht und er hat das Gefühl, dass er einen Schnupfen bekommt. Aber das alles zusammen ist nicht halb so schlimm wie die Enttäuschung mit Christine. Das tut wirklich weh. Einen kleinen Moment lang hat er geglaubt, sie könnte die Frau seines Lebens sein. Naja. No woman, no cry. In der Wohnung zieht er schnell seine Sachen aus. Er möchte jetzt nur noch unter die heiße Dusche und dann ab ins Bett. Mitten auf dem Wohnzimmertisch liegt ein großer, dicker Umschlag. Der war doch heute früh noch nicht da, oder? Was steht denn da drauf? Die Wahrheit für C.T. Die Handschrift kennt er doch. Der Umschlag enthält acht dicke Päckchen, 500-Euro-Scheine und einen Brief. Hallo Carsten. Gib dem alten Mann das Geld zurück. Die Schirmacher hat mich belogen und benutzt. Sie hat mir gesagt, dass Riebeck ein Stalker ist. Dass er sie nicht in Ruhe lässt und jetzt sogar mit einem Detektiv nach ihr sucht. Ich habe ihr geglaubt. Frauensolidarität, verstehst du? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Sei nicht böse. Christine. P.S.? Ach ja, deine Schule, deine Klasse und die Namen deiner Mitschüler habe ich im Internet gefunden. Bei Stay Friends. PPS? Noch was. Sperre deine Wohnungstür besser ab. Da kommt ja jedes Kind rein. <laughs> du musst ja gerade reden, denkt Carsten Zara. Als er ein paar Minuten später aus der Dusche kommt, ist der Schnupfen weg. Ist das Kopfweh weg? Sind alle Probleme weg? Naja, nicht alle. Er muss morgen noch zur Polizei. Er muss sich bei Susanne Klaffenböck melden. Und bei Kirsten Leineweber. Und er schaltet das Handy ein und sucht das Foto von Christine. Lange sieht er es an. Dann macht er das Handy wieder aus. Morgen, denkt er, als er ins Schlafzimmer geht. Morgen wird ein schöner Tag. 19. Herzschmerzen 2. Sie liegt in seinem Bett. Sie schläft wie ein Baby. Sie lächelt. Was träumt sie gerade? Carsten Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0 Uhr 1. Heute ist schon morgen. Am Zimmertisch liegt ein großer, dicker Umschlag. Der war doch heute früh noch nicht da, oder? Was steht denn da drauf? Die Wahrheit für C.T. Die Handschrift kennt er doch. Der Umschlag enthält acht dicke Päckchen, 500-Euro-Scheine und einen Brief. Hallo Carsten. Gib dem alten Mann das Geld zurück. Die Schirremacher hat mich belogen und benutzt. Sie hat mir gesagt, dass Riebeck ein Stalker ist, dass er sie nicht in Ruhe lässt und jetzt sogar mit einem Detektiv nach ihr sucht. Ich habe ihr geglaubt. Frauensolidarität, verstehst du? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Sei nicht böse. Christine. P.S. Ach ja, deine Schule, deine Klasse und die Namen deiner Mitschüler habe ich im Internet gefunden. Bei Stay Friends. PPS? Noch was. Sperre deine Wohnungstür besser ab. Da kommt ja jedes Kind rein. <laughs> du musst ja gerade reden, denkt Carsten Zarra. Als er ein paar Minuten später aus der Dusche kommt, ist der Schnupfen weg. Ist das Kopfweh weg? Sind alle Probleme weg? Naja, nicht alle. Er muss morgen noch zur Polizei. Er muss sich bei Susanne Klaffenböck melden. Und bei Kirsten Leineweber. Und er schaltet das Handy ein und sucht das Foto von Christine. Lange sieht er es an. Dann macht er das Handy wieder aus. Morgen, denkt er, als er ins Schlafzimmer geht. Morgen wird ein schöner Tag. 19. Herzschmerzen 2. Sie liegt in seinem Bett. Sie schläft wie ein Baby. Sie lächelt. Was träumt sie gerade? Carsten Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0 Uhr 1. Heute ist schon morgen. Als er ein paar Minuten später aus der Dusche kommt, ist der Schnupfen weg. Ist das Kopfweh weg? Sind alle Probleme weg? Naja, nicht alle. Er muss morgen noch zur Polizei. Er muss sich bei Susanne Klaffenböck melden und bei Kirsten Leineweber. Und? Er schaltet das Handy ein und sucht das Foto von Christine. Lange sieht er es an. Dann macht er das Handy wieder aus. Morgen, denkt er, als er ins Schlafzimmer geht. Morgen wird ein schöner Tag. 19. Herzschmerzen 2. Sie liegt in seinem Bett. Sie schläft wie ein Baby. Sie lächelt. Was träumt sie gerade? Karsten Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0 Uhr 1. Heute ist schon Morgen. Morgen wird ein schöner Tag. 19. Herzschmerzen 2. Sie liegt in seinem Bett. Sie schläft wie ein Baby. Sie lächelt. Was träumt sie gerade? Carsten Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0 Uhr 1. Heute ist schon morgen. Zara weiß es nicht. Der Wecker neben dem Bett zeigt 0 Uhr 1. Heute ist schon morgen. 1. Heute ist schon morgen. Morgen.